Da war eine Formalophobie. Also Ton ab, Film ab. Willkommen zum 21. Treffen des Curry Clubs. Unsere Website ist inzwischen international. Und jetzt wird Makarios einen Vortrag halten. Mit Isabel natürlich. Ja, also es ist kein Isabel im Titel diesmal, also Foundations of Higher Order Logic with Classical Reasoning and Hilbert Choice. Bei mir sind die Folien immer Englisch und ich rede Deutsch dazu. Das war ursprünglich gedacht als ein paar Fußnoten zu dem, was Ingo gebracht hat zu mathematischen Alternativuniversen. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, was ist eigentlich klassisches Schließen? Und dann waren da so 2,5 Charakterisierungen. Und das ist sozusagen das Zentrum des Vortrages, dass wir mit den 5 gängigsten Charakterisierungen dann ein bisschen spielen und dann auch noch zu Hilbert Choice kommt was. Und ich habe das so, sagen wir mal, von da ausgehend aufgerollt und dann hat sich dann ziemlich viel Material ergeben. Wir schauen mal, wie wir da durchkommen. Was besonders wichtig ist im Moment auch, wir stehen kurz vor der Release, also hier gibt es auf meinem Blog diese Release Candidate 2016-1. Seite. Also wenn man irgendwas ausprobieren will, muss man da hingehen. Also hier gibt es den RC4 seit einiger Zeit, also das ist eigentlich schon fast die Release. Den benutze ich jetzt auch. Also wenn jemand da irgendwie diese Übungen selber machen will oder so, ist es wichtig, dass man diese Version nimmt. Die wird dann in gut einer Woche dann offiziell sein. Okay, also gehen wir da ein bisschen rein. Also Higher Order Logic. Da gibt es also eine Begriffsverwirrung zunächst mal, also Simple Theory of Types oder Simple Type Theory ist der eigentliche ursprüngliche Name dafür. Das ist dieses Papier hier von Church 1940, A Formulation of the Simple Theory of Types. Und da ging es eigentlich darum, da gab es ja vorher so den Anfang des Jahrhunderts da diese Russellsche Krise, also Russell-Whitehead-Prinzip der Mathematiker, die wollten die ganze Mathematik formal behandeln und dann gab es die Russellsche Antinomie und dann so eine Fundierungskrise, eine erste. Und dann gab es verschiedene Lösungen dafür und eine Lösung war so eine Art Typsystem da drauf zu machen, dass man da keinen Unsinn hinschreiben kann, der dann zur russischen Antinomie führt. Das haben wir in unseren Vorträgen immer am Rande so mal gehabt. Und der Herr Church hat 1940 das vereinfacht und dann ein System vorgeschlagen, was die Typen eigentlich ein bisschen anders verwendet. Und das ist ein sehr einflussreiches Papier für unsere Community. Das ist eigentlich für uns der Startpunkt. Also alles davor ist so vorgeplänkelt, was eigentlich was anderes ist. Und der Herr Church hat dann eigentlich das definiert, was für uns die Logik ist. Und dann hat es also Peter B. Andrews, das ist sogar ein Doktorand hier von Church, der hat da so ein Buch rausgebracht, was also immer noch lesenswert ist. Das ist ein sehr witziges Buch, also das hat er irgendwie immer so 4 Ziffern für die Abschnittsbezeichnung, die werden dann so einfach so inkrementiert, also ganz komische Nummerierung der Sections. Also es ist halt ein formaler Logiker, also der und also es ist also hier ein Intro, der Titel auch hier ein Introduction to Mathematical Logic and Type Theory, also Type Theory meint hier wieder Simple Type Theory. Also wenn diese Leute Type Theory sagen, meinen die das to truth through proof. Also muss man auch ein bisschen üben und das letzte Kapitel ist dann Truth is elusive, also dass man die Wahrheit eigentlich damit nicht zu fassen kriegt. Das sind dann also so üblichen Unvollständigkeitssachen. Aber es ist sehr interessant, weil da Aussagenlogik, dann die Logik erste Ordnung, die man eigentlich in jedem Logikkurs lernt und diese Higher Order Logic, das ist, dass die alle uniform behandelt werden. Da wird der ganze Kanon, also mit Korrektheit und Vollständigkeit wird durchgeixt, also auch die Vollständigkeit von der Higher Order Logic. Das ist immer was viele Leute dann zusammenzucken, so geht das überhaupt und so, aber das ist also schön zu lesen. Das geht auf Henkin dann zurück. Also wenn man sich mit befassen will, kann man allein diese beiden, also ich habe die Originalarbeit da auch mal angeschaut. Also das kann man alles lesen. Es ist eigenartig von der Notation, aber es ist eigentlich immer noch aktuell. Und hier ist eine moderne Zusammenfassung. Also wenn man das alles nicht anschauen will, würde ich diesen Herrn Farmer empfehlen, Bill Farmer. Der hat diesen Journal-Artikel geschrieben hier, 7 Virtues of Simple Type Theory. Das ist ein Kanadier und da transatlantisch, die Leute, die sind ja außer an der Ostküste, sind die untypisiert. Die können nur First Order Logic und untypisiert. Und er macht eigentlich so einen Artikel, dass er sagt, können wir für die ganzen, was man hier MINT-Fächer nennt, also für Mathematik und Naturwissenschaften, für die Leute, die das studieren oder da wissenschaftlich arbeiten, einfach als Kanon einführen, die müssen also so wie in diesem Buch erklärt, im Prinzip also Aussagenlogik erststufig und Higher Order Logic das alles mal gesehen haben. Der schlägt sozusagen hohl vor als
die Universallogik schlechthin für alles, als Bread-and-Butter-Logic so. Das ist ja recht witzig zu lesen und es ist ein schöner Übersichtsartikel, weil die ganzen Variationsmöglichkeiten von Hohl, da gab es unheimlich, das ist fast wie so Linux oder so, also wo dann so verschiedene Zweige da sind. Das wird in dem Artikel schön erklärt. Und das ist also, sagen wir mal, wenn man jetzt so Typtheorie wie der Ingo oder HOTT und so, das ist eine völlig andere Welt und dann sind manchmal so Begriffsüberlappungen und dann da muss man also auch sich erst dran gewöhnen, dass die reden einfach in anderen Begriffen. Also es ist so ein Alternativuniversum der Logik. Das Hohl-Alternativuniversum der Logik und das gibt es auch. Also es ist halt, also das sind die maßgeblichen Arbeiten, die man sich nachschauen kann. Für das, was wir praktisch machen seit Jahrzehnten, hat Michael Gordon in Cambridge 1985 diesen Tech Report rausgebracht, Hohl. Da hat er auch diesen Namen Hohl erfunden, Higher Order Logic. Also das ist praktisch so ein Branding hier für diese Simple Type Theory. Machine-Oriented Formulation of Higher Order Logic. Und das ist der Startpunkt für eigentlich alle Implementierungen. Also auch die Hohl-Kollegen, die schauen das hier oben gar nicht so oft an. Die kennen eigentlich das und dann denkt man, dann hat man Hohl verstanden. Aber das ist eine größere Geschichte, das Ganze. Eine Anmerkung noch zur Literatur, haben wir auch schon oft gesagt. Wer sich für die Grundlagenkrise interessiert, dann muss natürlich die Graphic Novel Logic Comics lesen. Ne? Mhm. Jan, wirklich sehr zu empfehlen, 50 Seiten schnell durchblättern, das ist wirklich richtig toll. Gibt es dazu Hohl was? So, nee. Das ist Hohl ist relativ altbacken und uncool, das ist einfach eine Arbeitslogik. Das ist so die ganze Community, das sind Leute, die es nicht... Naja, ich sage eigentlich immer das Unix ist auch altbacken. Aber der Unterschied ist, dass das wahrscheinlich sehr schön und toll ist und Unix ist nicht schön und toll. Also wir können darüber noch diskutieren, heute reden wir den ganzen Abend über solche Fragen, also auf verschiedenen Ebenen. Nochmal zur Erläuterung hier, also wir haben, Gordon hat also Hohl als Branding eingeführt in Cambridge in den 80er Jahren und dann hat er angefangen, also dieses ursprüngliche Hohl da in Lisp zu implementieren und daraus kam diese ganze Cambridge-Hohl-Familie, die heute noch existiert. Das sind die heute existierenden Systeme, die kann man also da bei GitHub oder SourceForge oder sonst was oder dann finden. Hohl 4 ist also die Hauptlinie, das ist einfach hier 1, 2, 3, 4. Also irgendwann haben die es dann Hohl 4 genannt und das ist in Standard-ML und das ML ist ja zusammen mit dieser ganzen Logiktradition entwickelt worden. Also dass wir ML verwenden, ist kein Zufall. Wir sind die Hauptentwickler und Hauptanwender von ML, unsere Community. Und da gibt es halt verschiedene Varianten von ML. Proof Power, das ist der Rob Arthur, die Firma heißt Lemma One und das ist auch dieser eine Mann, der seit Jahrzehnten da so eine eigene Welt betreibt. Da kann man also hier kommerziell Dienste in Anspruch nehmen. Ich habe den auch vor ein paar Monaten getroffen mal wieder, also Kollegen, mit denen rede ich ja immer, wenn ich die dann treffe, das ist sehr wichtig damit. Also so ein Ein-Mann-Hohl-Fork, wo der auch kommerziell ein paar Kunden hat. Der verwendet auch Standard-ML und der hat auch mitgeholfen, die PolyML-Plattform, die da zugrunde liegt, zu pflegen. Deswegen ist die so gut, weil Rob Arthur und weil wir das gepflegt haben, also weil wir Geld reingegeben haben in dieses Projekt. Hohl-Lite, das kennen die meisten Leute, das ist eigentlich das bekannteste Hohl, obwohl es da relativ wenig Anwender gibt. Also John Harrison ist dann so eine Ein-Mann-Fork-Sache gewesen, OCaml. Also ich habe geschrieben Important Re-Implementation. Das ist auch, die meisten Mathematiker kennen Hohl-Lite. Wenn man da irgendwas von hört, dann das liegt an dem Fly-Spec-Projekt von der Formal Proof of Kepler Conjecture. Das hat einige Aufsehen erregt außerhalb der Proofer-Community und wenn Mathematiker da irgendwie so ein Käseblatt aufschlagen, da Nature oder sowas, dann kann es sein, dass dann Hohl-Lite erwähnt wird oder dass Koch vielleicht erwähnt wird, aber meistens Hohl-Lite. Hohl-Zero ist hier nur Mark Adams, das ist so eine Ein-Mann-Show und der Yet Another Re-Implementation, wo er das möglichst klein machen will. Und sagen wir mal, das ist normal, dass jeder Hohl-Anwender sein eigenes Hohl-System hat. Die sind hier zu viert und die sind jeweils eine Person. Isabel Hohl hat Hohl im Namen drin, ist aber zu dieser Hohl-Familie, also ist also Alien, also ist eigentlich ist nicht völlig fremd, aber es ist anders. Also es ist so anders, wie Koch anders ist zu diesen. Also wenn wir so das Dreieck aufspannen, Koch und Hohl-Family und Isabel Hohl, dann ist das äquidistant ungefähr. Und das
führt dann immer zu ganz eigenartigen Sachen. Also Mark Adams hatte ein Papier in Nocif im Sommer und dann hat er über die Hohlsysteme gesprochen, hat Isabel Hohl mit reingenommen und dann hat er ein 15 Jahre altes Isabel Hohl genommen, damit es sozusagen so ähnlich ist wie die anderen Systeme hier oben. Also es, dann habe ich ihm gesagt, du, warum hast du das alte genommen? Ja, bei den neuen ist mir das völlig fremd. Also wir haben da halt die Jahrzehnte über, genauso wie die Koch-Kollegen in Frankreich und an der US-Ostküste, wir haben da sehr viel gearbeitet, dass wir da konzeptionell Fortschritt machen. Und die sind alle sehr konservativ. Gut, also hier ist in einer Zeile, was ist Isabel Hohl eigentlich? Also das ist Isabel Pure plus die Hohl-Library und die Hohl-Tools. Das sehen wir nachher noch ein bisschen genauer. Und als Marketing hier wird Isabel Hohl von diesem Standard-Tutorial von Tobias Nipko dann angepriesen als Functional Programming plus Logic. Das ist richtig, wenn man so von ganz außen schaut und wenn man nicht in die Logik reinschaut, dann ist da halt Data Type und dann ist da halt Function und dann ist halt da irgendwas und dann kann ich Code draus generieren und kann da so tun, als würde ich was ausführen. Also man kann es so verkaufen an funktionale Programmierer. Es ist letztendlich nur so ein Aufsatz, der das, diese Illusion aufrechterhält. Also das habe ich hier quasi Programming in Isabel Hohl genannt. Also Hohl als Programmiersprache in einer Folie. Wir nehmen eben die ganze Hohl-Library und die ganzen Tools, die wir fertig haben. Also Datatype ist ein Tool, das ist ein User-Space-Tool, Function ist ein Tool. Wir definieren also unsere rekursiven Datentypen, wir definieren rekursive Funktionen darüber, müssen da also Terminierung zeigen. Und dann kriegen wir Gleichungen raus und die Gleichungen können wir verwenden, um eine Berechnung zu simulieren. Hohl hat mit Berechnung zunächst nichts zu tun. Und Berechnung kann ich simulieren durch Termersetzung, Term Rewriting, also auf Deutsch heißt das Termersetzung. Da gibt es einfach so eine Termersetzungsmaschine, die tut so, als würde man rechnen, indem man Gleiches durch Gleiches ersetzt. Dann kommt eine Normalform raus. Und dann kann man sagen, okay, ich habe das ausgerechnet. Oder hier Normalization bei Evaluation. Ja, also sagen wir mal, wenn du willst. Also, nicht so wie CPUs es machen, aber zumindest. Also in einem gewissen Sinn ist es eine Berechnung. Ja, ist die Frage, wie direkt bist du da dran? Ja, aber dann kommen dann halt so ein Successor-Term. Sag mal, ich versuche die immer subtil zu unterscheiden, die verschiedenen Ebenen. Wir haben unglaublich viele Ebenen, auf denen wir was machen können. Und wenn man im ersten Semester Informatik irgendwas mit Textersetzung oder Termersetzung lernt, habe ich immer das Gefühl, dass die Studenten fragen, was ist denn das? Ist das eine Berechnung oder ist das eine Spielerei? Also es ist eine symbolische Rechnung in einem gewissen Sinn. Das ist dann schon ein Unterschied. Also ich mache ja nicht 2 plus 3, sondern ich kann halt einen symbolischen Term plus einen anderen symbolischen Term normalisieren und dann kommt eine Normalform raus. Das ist natürlich auch eine symbolische Rechnung. Also NBE ist ein Verfahren, was genau das macht. Das ist dieses Value-Kommando in Isabel. Oder man schmeißt so eine Art Compiler an und dann kommt halt Code raus für konventionelle Programmiersprachen. Und dann könnte man sagen, okay, also wenn die das dann geschluckt haben und übersetzt haben auf Maschinencode und die Hardware das interpretiert, dann ist es irgendwie mehr am Metall dran. Das ist eine echte Berechnung. Ist auch eine Simulation einer Berechnung. Aber es sind verschiedene Ebenen irgendwie. Hier ist dieses Beispiel. Das haben wir schon mal gehabt und haben wir schon mal gesehen. Ich zeige das nur eine Sekunde lang oder eine Minute. Man kann bei Documentation hier dieses SEQ aufmachen und dann haben wir diese Quasi-Programmierung in Hohl. Also das sieht dann so aus wie Haskell oder ML. Ich schreibe halt Datentyp hin, dann schreibe ich meine Funktionen und dann beweise ich was. Und das ist hier alles Gleichungslogik. Da kommen dann Gleichungen raus. Jetzt kann ich hier am Schluss halt sagen oder irgendwo in meinem Kontext Code Export. Export Code. Kronk war hier diese. Man sieht nicht unten, aber ich sage mal das hier oben nochmal. Das ist so eine Konkatenationsfunktion. Also das ist ein Clone von Listen hier. Leer oder so ein Cons. Und das ist ein Clone von List Append. Primitiv rekursiv definiert über das erste Argument. Und dann spucke ich das hier aus und betrachte das Hohl. Die Hohl-Spezifikation als Notation für ein ML-Programm, was das System dann hier ausspuckt. Kommt dann halt hier das ML-Programm raus. Und in dem Raum müsste man das hier zeigen. Da wird es
ist so eine Art Compiler, der da mit drin ist, also für vier Sprachen, also für Standard-ML, OCaml, Haskell und Scala. Das Preview ist eigentlich nur für Menschen gedacht, ist nicht für Computer. Also bei Haskell sind da sogar relativ viele Tricks notwendig. Florian Haftmann hat das vor 10 Jahren ungefähr alles gemacht. Das funktioniert sehr schön, da kann man dann also... Also ich kann die alle vier hier eben mal schnell... War das schon im Scope, was er da gebraucht hat? Also wir haben in unserem Kontext Spezifikationen. Wir können den Compiler anschmeißen und sagen, zeig uns mal das Resultat in der Zielsprache. Er nutzt ja gar nichts. Er nutzt ja gar keine Funktionen hier, oder? Achso, das war nur quasi so, importiere einfach mal das alles, vielleicht brauchen wir es. Alles, was wir für Conk brauchen, plus das Conk am Ende, also hier ist das rekursive Conk. Und dafür brauchen wir diese Typdefinition und sonst nichts. Das ist in Haskell war es ja mehr so, ja, wir haben halt ganz viel importiert, weil wir es eventuell brauchen in unserem Generator, aber nicht, weil wir es wirklich brauchen. Weil der ist halt wahrscheinlich... Da ist so ein Standard-Environment, was da irgendwie... Das nutzt er ja alles gar nicht. Der macht ja auch noch das gleiche mit OCaml, nur halt Generator ist halt irgendwie... Der Generator macht konstant immer das Zeug hier vorne dran. Mhm. Da müsste man Florian. Das ist irgendwie weniger stabil, also die Prügel von Haskell sind wahrscheinlich stabiler als die von anderen Sprachen und deswegen muss man explizit importieren, damit man nicht Probleme bekommt. Mhm. Weil das sind ja schon Dinge, wo dann wahrscheinlich nicht so viel Speicher laufen sollte. Und die Zielsprache von diesem Generator, die würde die meisten Leute hier im Raum enttäuschen. Das ist ein ganz kleiner Teil von Haskell. Es ist halt. In Hohl kann ich ja jetzt nicht so wilde Typ-Akrobatik machen. Da braucht man, glaube ich, auch nie irgendwelche Language-Extensions. So das völlig enttäuschende Subset von Haskell. Aber du kannst von dem, was du spezifizierst und wie du die Typen dort einsetzt in deiner Spezifikation, kannst du nur ganz brave Sachen machen, was halt, also Haskell 98 mit seinen Typklassen, das ist ungefähr das. Das zeigt aber letztendlich auch, also wir haben hier eine Mathematikumgebung, diese Programmiererei ist ja nur so ein Zusatz. Generiert auch Typklassen teilweise? Ja, ja. Also wir haben ja in der Isabel Hohl Library Typklassen drin, die werden sehr intensiv benutzt. Ich weiß gar nicht, sind Hunderte oder Tausende von Typen. Also nur in dem Basispräludes sind viele Hundert. Im Endeffekt Funktionen mit bewiesener Semantik. Ja, ich kann das nachher oder ich kann es jetzt kurz zeigen. Wenn wir, es wird eigentlich die ganze Basislibrary über Typklassen aufgebaut. Das sieht dann schon sehr wie Haskell aus, allerdings wie Haskell 98. Wenn ich jetzt also da irgendwas habe mit x kleiner gleich y, dann ist dieses kleiner gleich hier über so eine Typklasse eingeführt. Hier ist nur die Syntax. Das ist wirklich Haskell-artig hier. Da habe ich keinerlei Einschränkung, das ist dann eine gesetzlose Typklasse in dem Sinn. Und dann erweitert man das so und sagt Pre-Order, also wir wollen jetzt logisch Eigenschaften haben für dieses Kleiner und das Kleiner gleich. Und da werden dann so riesige Libraries hochgezogen mit sehr, sehr vielen Klassen. Also quasi, ihr könnt ja die Gesetze quasi garantieren, weil ihr eine Beweisumgebung habt. Genau. Ja, ihr sagt für Ort zum Beispiel, es gibt noch keine Gesetze, sondern nur für die Unterklassen von Ort. Das ist zum Aufbau der Library. Es wird oft gemacht, nicht immer, aber oft, dass man eine Signatur vorgibt und zunächst mal keine Einschränkungen dafür hat. Weil es gibt ja verschiedene Arten von Orten. Also das ist hier, das sind alle Typklassen in dem Main-Kontext. Das ist der Standard-Prelude, das sind jetzt ungefähr 300 vielleicht oder so. Mhm. Und dann muss man schauen, dass man da irgendwie zurechtkommt in dem ganzen Show-Content, kann ich hier auch machen. Das passt jetzt hinten und vorne nicht in diese Ansicht rein. Da habe ich jetzt, machen wir das hier vielleicht ein bisschen auf. Interessant, wer kam das, war die Idee da, bevor das Haskell eingeführt hat, oder? Das war danach alles. Es war kurz nach den ersten Haskell-Papieren zu dieser Sache. 92, 93 wurde das hat Tobias Nipko gemacht und ein paar seiner Doktoranden, also ich war dann Diplomant damals, da habe ich auch mitgewirkt, das war 92, 93, 94. Also Wortler hat quasi sein Paper, hat die Idee gehabt, dass man Funktionen kombinieren kann zusammen mit Gesetzen und das als Interface quasi benutzt und dann habt ihr das Paper gelesen und habt dann gesagt,
das ist eine gute Idee, lass uns das auch benutzen. Also es war damals Tobias Nipko, der war dann der, der da die wissenschaftliche Arbeit gemacht hat. Die anderen waren noch zu jung. Und dann war sein erster Doktorand Christian Prehofer, der damit eingestiegen ist. Und ich war da so ein kleiner Student so und habe da mit den Typklassen, das war so einer meiner ersten Arbeiten. Also hier sieht man, Fixes heißt, dass es Parameter sind und Assumes heißt, es sind logische Aussagen über die Parameter. Und da bauen wir wirklich so, wie man das dann, wie es eigentlich gedacht ist, Riesenstrukturen auf, von, also Ansammlung von Typklassen und dann muss man in dem Wust sich irgendwie durchfinden. Aber es funktioniert gut eigentlich. So, also wenn man jetzt Spezifikationen mit Typklassen hat, das war die Frage, und man macht Haskell-Code-Generierung, dann kommen die Haskell-Typklassen raus und die werden aber nur so eingeschränkt verwendet wie in Haskell 98. Da ist also nichts mit irgendwelchen for all alpha oder so. Das sind so ganz einfache parametrische Typklassen. Also man kann nicht sagen, in Typklasse über A und B. Nee. Sondern nur über nee. Du kannst es in der Logik sagen, du kannst da Aussagen über mit parametrisiert über Typvariablen machen, aber nicht in dem Typsystem. Das habe ich damals in meiner Diplomarbeit 94 alles erläutert, also was man in der Logik ohne weiteres machen kann und dann halt, was das Typsystem tatsächlich macht. Und wir sind eigentlich immer noch auf dem Stand, wir haben da also das eben nicht, also wir haben da so gemeinsame Geschichte mit der Haskell-Community, wir sind in einen anderen Weg weitergegangen als die. Die haben das Typsystem immer komplizierter gemacht und wir haben das konstant gelassen. Das, weil wir hier Mathematik unten drunter haben müssen und wollen. Und dann müsstest du da rumschrauben und an der Logik rumschrauben, um das nachzumachen, was in Haskell im Typsystem drin ist. Das ist eine relativ schwierige Sache. Da müsste man ziemlich lange, also kann mal jemand machen. Okay. Das ist so ein Seitenzweig hier, also weil Hohl hier in diesem Tobias Nipko Tutorial wird wie eine Programmiersprache angepriesen. Das kann man machen, wenn man so als dem Enduser, dem Mann auf der Straße das verkauft. Aber das ist ein Zusatz. Also die Essenz von Hohl kennt eigentlich keine Berechnungen. Das Hohl-Spezifikationen, die aussehen wie ein Programm, die werden halt als Programm dann ausgespuckt und ausgeführt. So, jetzt gehen wir mal wirklich zu Isabel. Das ist auch so ein bisschen so ein Vorgeplänkel, bis wir da nochmal Regeln und Beweise sehen. Was ist Isabel tatsächlich? Also was ist Isabel Pure? Und das ist reiner Lambda-Kalkül mit natürlichem Schließen. Und im Prinzip ist auf dieser Folie das alles drauf. Das ist relativ komprimiert. Wir haben jetzt drei Ebenen von Lambda-Kalkül. Diese drei Zeilen hier. Und das eine Ebene für die Syntax und zwei Ebenen für die Logik. Und die Syntax ist das, das ist im Prinzip die gleiche Syntax, die man in funktionalen Programmiersprachen hat, wie ML oder Haskell. Also ich habe einen Funktionenraum, der wird mit diesem Pfeil geschrieben. Das ist der normale Funktionenraum, syntaktische Funktionenraum für den Lambda-Kalkül. Und das sind Typvariablen, das ist die ML-Notation mit diesen Ticks hier. Also A nach B ist also irgendein Funktionstyp. Und den kann ich, einen Term dazu kann ich machen, indem ich da Lambda irgendwas mache oder einen Lambda-Term hinschreibe. Das ist hier auf der Folie nicht zu sehen. Also der Funktionstyp-Konstruktor, der nimmt einen Typ und einen zweiten Typ und macht daraus einen Typ. Das ist Isabel-Notation, also ein zweistelliger Konstruktor, um syntaktische Funktionenräume zu machen und die Terme dazu sind Lambda-Terme. Und jetzt kommen noch zwei Lambda-Kalküle hier nach und das ist hier so ein abhängiger Pfeil, der ein X von einem Typ A nimmt und dann ein B von X liefert. Also das ist hier so ein Allquantor, das ist so ein Pi. Also in manchen Systemen wird das Pi genannt. Bei uns ist das Quantor. Und weil der noch frei war, der kontinentale europäische Allquantor und der sozusagen hier für dieses Pure Framework, was nicht die Objektsprache ist, sondern so das Framework, da hat Larry Paulson das verwendet. Was aber auch schön ist, der sieht aus wie ein Pfeil. Und das sind ja drei Pfeile. Also das ist der kleine Funktionspfeil, das ist der Quantapfeil und das ist der Implikationspfeil für die Aussagen. Also die drei Pfeile der drei Lambda-Kalküle, also zwei unabhängige Pfeile und ein abhängiger Pfeil. Das ist hier wirklich so ein Pi. Also das ist eigentlich von der Logik her wirklich nur so eine All-Aussage. Also für alle X in dem Typ A, B von X. Und wenn ich mir die Terme dazu vorstelle, ist das halt ein Beweis, der für ein beliebig aber festes X in dem Typ A dann eine Aussage B von X beweist. Wobei dieser Beweis bei uns normalerweise nicht explizit erzeugt wird. Das kann man, aber das macht man meistens nicht, das ist zu teuer.
ist dann der Pure, ist dann die Basis von allem. Genau, das ist das Logical Framework, das ist Minimallogik. Dreifacher Lambda-Kalkül, wie diese drei Zahlen zeigen. Und das noch nichts vergeben. Damit kann ich alles machen. Das ist so eine Art, es kommt gleich noch so eine Art abstrakte Logikprogrammierumgebung, aber es hat eigentlich noch nichts mit Programmierung zu tun. Es ist also Minimallogik, so wie das hier erklärt ist, mit zwei Konnektiven, mit dem Allquanta der Implikation und hier sind die Standardregeln für den Quanta und hier für die Implikation. Schauen wir uns das nochmal kurz an. Also wie schließe ich in der Pure Minimallogik? Da habe ich Theta, groß Theta ist einfach eine Theorie, das ist mein Kontext. Das sind einfach meine Axiome. Beliebige Menge von Axiomen, also A in Theta ist eine Aussage, die ich als Axiom vorgegeben habe, dann kann ich die schließen. Das ist sozusagen der Start für dieses Schlusssystem. Oder ich kann unter einer Annahme A das A schließen. Das ist die Assumption-Regel. Also dadurch führe ich irgendwas ein einfach, dass ich halt sage, nimm mal A an, okay, jetzt haben wir A. Die eigentliche Logik hat dann diese zwei Zeilen hier, also um den Quantor einzuführen und auszuführen, also Introduktion, Elimination. Um ein für alle xb von x zu schließen, schließe ich das b von x für ein x, was in dem Kontext nicht verwendet wird. Also ein für beliebig, aber festes, ein frisches x, für ein völlig beliebiges x, muss ich das zeigen und dann weiß ich, aha, es gilt für alle. Das ist die normale Allquantor-Einführung. Und die Elimination ist einfach wie so eine Applikation oder eine Instanzierung. Ich habe also für alle x b von x, dann kann ich es für ein beliebiges b von a haben. Ist. Genau, ich genau. Mache, das mache ich hier mit meiner Notation, indem ich sage, meine Umgebung sind quasi alle bereits definierten Sachen. Genau. Im Kontext, genau. Zum Beispiel der Funktionsspace oder was. Und dann sage ich, ich brauche ein X und das frisch und wie das funktioniert, das dürfen die theoretischen Informatiker sich ausdenken. Nee, das implementiert man einfach. Also du hast eine Hintergrundtheorie Theta. Da sind deine Axiome drin. Diese Axiome. Hintergrundtheorie Theta ist deine Library. Dieses Gamma ist dein Kontext zum Schließen. Und wenn du ein frisches X brauchst, erfindest du einfach eins, was da noch nicht drin ist. Ja. Da sind dir alle Variablen bekannt, die schon verwendet wurden. Und dann machst du ein kleines ML-Programm, was einfach ein frisches X herzaubert. Und wir sind. Ich habe das Mach mal weiter, weil vielleicht wird es noch. Ja. Also es ist nichts, das ist wirklich so, diese Nebenbedingung x nicht in Gamma ist eine Anweisung an den ML-Programmierer, das so zu realisieren, dass ja. Da jetzt ein frisches x hergezaubert wird. Das ist nichts Besonderes. Aber nur ganz kurz, wir nehmen sehr Unterschied zu den anderen Hall. Ich meine, Hall Light wird ja auch deswegen hergenommen, weil sie diesen kleinen Kernloch hat, oder? Mit die Mathematiker da ein bisschen Wert drauf geben, oder zumindest sagen sie dann Paper immer, dass es halt korrekt ist, wenn du halt den kleinen Kern hast, hast du halt eher die Korrektheit, als wenn du einen großen hast. Ist das, ich meine, das, was da jetzt implementiert ist, sozusagen als in dieser Architektur, geht doch wahrscheinlich auch relativ klein. Unterscheidet sich da wesentlich von dem? Das unterscheidet sich von der Architektur wesentlich und wir haben mehrere Kerne. Wir haben einfach mehrere Bereiche, wo nicht irgendwas garantiert wird, sagen wir mal abstrakt. Irgendeine Sicherheit oder so, so wie bei der Telekom. Also, und unser kleinster Kern, der Nanokern, der diese Kontexte verwaltet, diese Thetas und die Gammas, der ist so groß wie der Inferenzkern von Hollite, vom Code her. Und der Hollite hat keinen Theta und Gamma, keine Verwaltung, der hat da keinerlei Sicherheit dafür. Und das macht man dann freihändig. Also da pokt man einfach so implizit rum, da sagt man, ich deklariere was neu und dann kann ich das nicht undeklarieren, das geht immer nur monoton weiter. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Und das Schöne an Hollite ist, man kann sich die Sourcen anschauen, 2 Stunden, und dann hat man was verstanden und dann hat man sozusagen die primitivste Implementierung, die denkbar ist. Die garantiert aber relativ wenig. Und wir haben so TGV-Technologie da oder ICE, sagen wir mal so, die Franzosen haben dann TGV, also wir haben die ICE-Technologie, wo wir so verschiedene Bereiche haben, hier wird das garantiert, hier wird das garantiert, hier wird das garantiert und es ist eine bestimmte Architektur. Und am Ende kaufst du dein ICE-Ticket und erwartest, dass du da sicher ankommst am Ziel und es empirisch ist das auch so. Also ich war ja vorletzte Woche wieder... in Paris und da bin ich halt in den Zug eingestiegen und bin davon ausgegangen, dass der ankommt und das war auch der Fall. Aber jetzt, wenn man mal philosophisch drüber nachdenkt, so ein Ding kann dir um die Ohren fliegen und das ist auch schon passiert.
Und es kommt in Isabelle auch vor. Also bei Holite ist es so, du weißt sofort, wo du das Ding kaputt machen kannst, weil es einfach so primitiv ist und dann, okay, das schützt es ja überhaupt nicht und so kann ich es kaputt machen und dann schreckt das keinen. Und wir haben diese MOS-mäßige Technologie und dann sind die Ausfälle sehr viel seltener und aber spektakulärer. Und bei Coq ist es so ähnlich. Deswegen habe ich auch gesagt, äquidistant. Und das mit kleiner Kern, das, also es ist, da müsste man lange drüber reden. Holite hat sehr wenig Sourcen und garantiert bestimmte Dinge sehr gut und andere Dinge gar nicht. Wir haben unheimlich viele Sourcen mit einer sehr komplexen Sache und das garantiert mehr. Aber andererseits haben wir keine formalen Modelle oder sowas dafür. Also das, für seinen Inferenzkern hat schon Harris ein formales Modell durchbewiesen und dann ist es halt in der unsicheren Programmiersprache OCaml dann ausimplementiert und dann kann man darum Unsinn machen, aber in dem theoretischen Modell kannst du keinen Unsinn machen. Und man könnte aber sagen, okay, das System ist besser, wenn es richtig implementiert wäre, wäre es formal bewiesen. Was kann man dann noch beweisen? Das ist eine Reflexion, die wir einfach nein, du musst ja die Korrektheit, also das, was ich hier skizziere, ja, sind ja viele 100 Kilobyte ML. Und dass einfach die Inferenz, also die Ableitbarkeit dieses Turnstile ist eine Relation, also zwischen Formeln, das Gamma ist eine Liste von Formeln und die Konklusion eine Formel. Und dass ich, wenn ich solche abgeleiteten Dinge mit einer Regel abfeuere und was Neues rauskriege, dass es nur so möglich ist, Theoreme zu erzeugen und nicht anders. Das ist so dieses kleine Kernprinzip, wir sagen, hier ist ein Inferenzsystem, das implementieren wir als abstrakten Datentyp. Und wir können dann sicher sein, aufgrund der Typdisziplin der Programmiersprache, das ist der einzige Weg, um Theoreme zu erzeugen. Wir können die nicht einfach im Speicher zusammenpoken. Das ist in Standard-ML wirklich garantiert von der Sprache, die ist so gemacht. Das ist die einzige Sprache, die ich kenne. Vielleicht bei Rust müsste man darüber diskutieren, ob das möglich wäre. Bei OCaml kannst du es leicht umgehen, bei Scala kannst du es leicht umgehen und so. Das sind alles Varianten von Lisp letztendlich. Also Standard-ML ist so gemacht, dass du das vom Typsystem völlig wasserdicht hast. Da können wir jetzt drüber diskutieren, wenn ich jetzt die Laufzeitumgebung vom ML irgendwie extern angreife, über KMEM oder so, oder den Heap. Das ist ein Implementierungsdetail quasi, ob die Implementierung überhaupt die Möglichkeit hat. Aber jetzt zum Beispiel hier, was will man da beweisen über die Dinge, die man da gerade aufgestellt hat? Will man irgendwie sagen, dass nicht zwei kombinierbar sind miteinander, um das Gleiche zu erzeugen. Du willst beweisen, dass dein Programmkern, welches ein Device auch korrekt überprüft, wirklich nur diese Regeln als korrekt akzeptiert. Also Implementierung, ja. Okay. Also wenn du hier sowas hast, ich habe hier ein Theorem, was so eine All-Aussage hat und dann kommt die instantisierte Sache raus. Hier habe ich auf in Latich oder in Isabel hier Dokumentssprache hingeschrieben, b von x, b von a, das ist aber eine Substitution, die hier stattfindet und es ist eine nicht-triviale Operation im Lambda-Kalkül und da kann man so viel falsch machen und das haben Leute immer wieder falsch gemacht und es ist deswegen auch nicht trivial, weil das so oft vorkommt, das möchte man effizient implementieren, dann hat man viele Sonderfälle bei dem Ganzen und dann hat man da seitenweise Code, der so Elementaroperationen im Lambda-Kalkül implementiert. Das ist halt das Schöne an Holite, das ist fast so eine, wie aus einer Vorlesung genommen, so eine Modellimplementierung. Und ich wundere mich, dass John Harrison die anwenden kann, aber er kann das, er ist der große Meister. Und wir haben halt wirklich Technologie da drin in dem Ganzen und die Coq-Leute auch. Und dann ist es halt nicht so ein kleines Ding mit drei Zeilen, sondern es ist irgendwie ein Riesending. Bei Coq ist die Tendenz noch stärker, dass man relativ komplexe Operationen des Lambda-Kalküls auf sehr smarte Weise implementiert, um das Letzte an Performance daraus zu kriegen. Und dann muss man so einen Ausgleich machen, dass es empirisch halt nicht auseinanderfällt. Und wir haben halt in Isabel seit 5 Jahren oder 10 Jahren das Problem zunehmend, dass User, Langzeit-User, Power-User noch nie einen Ausfall gesehen haben und die können sich einen Ausfall gar nicht vorstellen. Und das ist echt ein Problem geworden eigentlich, dass die Leute denken, das System kann nichts Falsches produzieren. Ich bin selbst schuld. Genau, der User kann so viel Unsinn damit machen. Und das hat man wieder bei der Konferenz in Nancy im Sommer, wo einer, das war wirklich eine harte Sache, wo der semantisch völligen Unsinn gemacht hat und dann hat er irgendeine Diskussion gemacht, wie sicher das System implementiert ist. Also da haben wir ein ernstzunehmendes Problem, weil das System empirisch als unfehlbar gilt, aber das ist eine Riesentechnologie. Und das Einzige, was ich sicher weiß, ist, dass die auseinanderfallen kann.
Also ich habe keinen Grund zu der Annahme, dass es korrekt ist. Aber in der Praxis tritt das nie auf. Und ich habe meine eigene Sammlung. Also entweder habe ich die Hälfte davon habe ich selber gefunden und die andere Hälfte haben mir Leute gesagt, wo sie halt ankamen, brennenden Situation hier und dann. Aber es hat eigentlich keine praktische Relevanz. Die Fehler, die du machst, sind immer semantischer Natur, dass du einfach was spezifizierst, was anderes ist, als du denkst. Und dann beweist du was darüber und dann hat es, naja, es hat irgendwas damit zu tun, aber das, da macht man routinemäßig ständig haufenweise Fehler. Ja, überall der Donald Knuth der Beweisumgebungen. In einem gewissen Sinn, also ich habe mich auch als Student, ich habe mich von Don Knuth beeindrucken lassen, der hat gesagt, wir machen hier so Pyramiden, die stehen so ein paar Jahrtausende. Also im Prinzip ist das System so gebaut, dass das, also, aber du kannst die Pyramiden von Gizeh kannst du auch einreißen. Es braucht ein bisschen länger, aber es geht schon. Aber im Prinzip ist es, ja. Will halt keiner, genauso wie niemand Leitech einreißen will. Leider, doch. Der Unterschied ist, also der Vergleich hinkt ist ein bisschen, weil wir das System ständig ändern. Das ist eigentlich das, ich bin erstaunt. Ein kleines bisschen, also nicht sehr stark, aber ein kleines bisschen schon. Wir ändern fast alles. Also wenn man dann so vergleicht mit Projekten, die ähnlich alt sind, Haskell ist ein bisschen jünger, Java ist ein bisschen jünger als wir, die sind sehr viel konservativer da. Also so. Das ist immer das, wenn man eine Basis hat. Ihr habt ja ein Repo oder was, wo alles drin ist. Das ist, wenn du den jetzt runterlädst, dann sind alle Libraries alles mit drin. Und wenn du irgendwas änderst, dann siehst du sofort, wenn irgendeine Anwendung von dem, was du geändert hast, sich beschwert. In der Realität, wenn du Haskell hast, dann sind es halt 100, dann sind es 10.000 Libraries, die alle nicht neu kompiliert werden, wenn du irgendwas änderst. Genau. Also wir sind da kleiner. AFP, Isabel plus AFP ist ziemlich groß, aber es ist nicht Haskell-Repository hier mit Contrib. Haskell ist immer sehr klein. Also wir haben so ein sichtbares Universum, wo schätzungsweise 60% der Anwendungen alle zugreifbar sind. Und das ist aber irre groß, das AFP mittlerweile. Sagen wir mal, es skaliert vielleicht noch ein Faktor 10, aber es ist ein ständiges Wettrennen eigentlich, dass man das, ich muss jetzt dann Anfang des Jahres setze ich mich hin und skaliere das mal wieder, das muss man ein bisschen zurückschrumpfen, das Ganze. So, also das ist im Prinzip primitiv Inferences, also das ist Minimallogik mit diesen zwei Konnektiven. Also wenn man Logik irgendwo mal gesehen hat, da ist nichts Außergewöhnliches. Und der Larry Paulson hat dann sich 89 hingesetzt und hat gesagt, so, wir nehmen diese Minimallogik und diese zwei Konnektive und machen da ein Regelkalkül drüber. Ich hätte eine Frage zur letzten Folie. Also oben bei Syntax, also die erste Zeile, dieser Pfeil, der macht also aus zwei Typen einen neuen Typ, ja, nämlich der Typ der Funktionen. Ja. Und jetzt frage ich mich, was bedeutet links, also links bedeutet dann wohl Type, dass ich da irgendwie einen Typen schreiben dürfte. Ja. Und da steht jetzt aber auch Prop. Außer jetzt der Prop ein bestimmter eingebauter Typ ist, das richtig? Ja, also das sind einfach syntaktisch die Typen, die syntaktischen Typen. Das Prop ist jetzt ein besonderer Typ der Aussagen dieser Minimallogik. Das ist dann also ein Term vom Typ Prop hier. Es ist jetzt nicht so wie ein Cocktail Type und Prop, also syntaktisch gibt es einfach eine getrennte Kategorie syntaktischer Typen, das deutet das hier an. Und hier unten sind wir in der. Die erste Zeile und die zwei anderen Zeilen haben so ein bisschen so eine andere syntaktische Ausprägung. Also das ist eine einfache ML-artige Typsprache. Ich kann solche Basistypen und Funktionstypen formeln, sonst nichts. Und dann zeichne ich einen besonderen Typ aus, der heißt Prop. Und das sind meine Propositionen der Logik. Und da drin mache ich dann normalen, A nach Prop ist ein Prädikat. Und der All-Kombinator, der sagt sozusagen, also hier for all über das Prädikat, ob das stimmt oder nicht. Oder nicht, darf ich hier nicht sagen. Also der charakterisiert dann das. Also eine Funktion von irgendeinem A, also für alle A. Das ist schematisch. A. Das ist also im Prinzip für alle A, aber wir haben kein Quantor. Das ist die Syntax für das Rechte. Das Rechte ist die Mathematik und das Linke ist quasi, wie er es ausdrückt in dieser Welt. Also formal ist es ein zweistelliger Typkonstruktor. Das ist eine Konstante oder eine Familie von Konstanten für beliebigen Typ A, Prädikat über A nach Prop. Und das ist einfach ein zweistelliger Operator hier. Also ein Prop, noch ein Prop und dann liefert es einen Prop. Das hier unten sind einfach Konstanten im Lambda-Kalkül und das ist ein Typkonstruktor. Das
Und das ist die Notation hier. Eine für alle, eine Qualifikation und eine Funktion. Wobei Funktion ja auch anders ist. Oder? Ja, aber das ist auf die Ebene. Ja, genau, weil das obere ist quasi eine andere Ebene als die unteren beiden. Genau, die erste Zeile ist Syntax und die zwei anderen Zeilen sind Logik gewissermaßen. Also hier baue ich Typen, hier baue ich Terme mit diesen besonderen Konstanten. Und das Inferenzsystem gibt dem Ganzen dann die Bedeutung der Minimallogik, so wie das da steht. Darfst, um zu sagen, dass das eine gleich ist wie das andere. Nein, nicht gleich, sondern wie ich Propositionen ableiten darf. Also das A hier muss ein Typ Prop haben, das ist hier implizit. Okay. Dann darf ich ein A als Theorem ableiten, wenn ich das einfach als Axiom vorgegeben habe. Dann kriege ich dann was von Strich A? Also von, nicht von diesem großen A, sondern von oben, von dem... Ja, hier steht nur Regel. Prop kriege ich ja quasi so. Also hier baust du eine Implikation. Um eine Implikation zu beweisen, beweist du die Konklusion. Und hier in dem Gamma darf das A als Annahme drinstecken. Am Ende löschen wir das raus. Wie kriege ich denn oben was von Typ? Also Type? Die schreibt man einfach hin, die Typen. Da ist einfach eine Syntax sozusagen. Okay, was wäre das? Oder ist es eine kleine Menge oder eine beliebige Menge? Eine große Menge? Also du hast einfach die Termalgebra darüber. Also du hast Typkonstruktion vorgegeben. Also hier ist jetzt Prop und Fun ist hier vorgegeben, sagen wir mal, als Typkonstruktoren. Das ist hier sehr implizit in dem Ganzen. Aber da könnte NAT sein oder Bool oder A-List oder sowas. Und darüber machst du einfach Terme. Die Typsprache ist einfach diese diskrete Typsprache. Du machst einfach, als wäre das ein Datentyp. Wir haben quasi nur zwei eingebaute Typen, Prop und Fun. Zunächst, also am Start, du darfst in dem Tether beliebige Typen dazunehmen. Für den Start haben wir eigentlich, ja, Fun und Prop. Und wir kriegen neue Typen nur, indem wir quasi Fun anwenden über zwei andere Typen. Also in dem initialen Theta 0, ganz am Start, habe ich Propositionen und dann völlig beliebige Funktionenräume und diese Minimallogik, die hier völlig uneingeschränkt ist. Dann darf ich aber als Anwender nachher neue Typen da reinschmeißen in meinen Theta und darf die semantisch charakterisieren. Und irgendwann ganz hinten in dem Bootstrap-Prozess postuliert man einen Typ der Individuen und macht ein Unendlichkeitsaxiom dazu und dann schneidet man sich induktiv da eine Menge, die durch Nullen und Successor erzeugt wird, raus und nennt das NAT. Und dann hat man die natürlichen Zahlen definiert. Und das in dem ganzen Turm von Babel, den wir hier aufbauen, ist das dann da irgendwo das 22. Stockwerk oder so. Ist, ne? Dann eine Führung quasi durch? Den Paper, was da einmal von Anfang bis ich, Ende. Ich zeige es so ein bisschen nachher noch davon. Wir müssen schauen, dass wir hier ein bisschen weiterkommen. Es kommen so ein bisschen, wir sind hier so ganz unten. Ich habe auch diesen Witz. Ich zeige es mal. Ich zeige es. Ja, aber sagen wir mal, ich erläutere das Pure, das ist so die Basisumgebung, das ist so 1 Megabyte ML ungefähr, was eine natürliche, also Minimallogik zum natürlichen Schließen anbietet. Das ist so ein ganz purer Lambda-Kalkül in einer gewissen Ausprägung. Und darin machen wir dann hohl. Und ich zeige mal schnell das hohl, was man am Ende, also das Pure ist ja nochmal eine eigene Geschichte hier. Und jetzt wird hier immer mehr, das sind die Module gewissermaßen von dem hohl, was man ausliefert. Also da wird dann irgendwie Code-Generator ist dieses simulierte Ausführungs-, das ist dieser Compiler, der halt aus Hohl-Spezifikationen dann Scala oder Haskell oder was macht. Und dann geht es hier immer so weiter und weiter. Hier ist das NAT. Also das ist jetzt da noch nicht besonders viel. Und dann geht es hier immer weiter. Weiter und so weiter. Und dann, also hier wird da gesagt, was ist ein String zum Beispiel. Das ist einfach eine Liste von Charaktern. Ja, also hier Main, da läuft alles zusammen, da machen wir so einen Checkpoint und dann setzen wir hier noch reelle und komplexe Zahlen drauf und dann ist es Complex Main und das liefern wir dann aus. Und um das überhaupt ein bisschen Gefühl für zu kriegen, also diese Session, das ist unsere Batteries Included, das ist die Basis-Session, das ist ja nur eine kleine Library, die braucht 3 Minuten auf einer guten Kiste. Und um ein Gefühl für zu kriegen, also es ist noch nach links rotiert. Also wenn es da ein großes Buch mit 500 Seiten gäbe, würde ich es lesen. Das hat 1000 Seiten, da wird ein LaTeX draus gemacht. Ich habe es jetzt für die Release. Das, 1000, das kann man nicht lesen. Also das ist unser Standard-Prelude. Da haben wir ja da drauf noch größere Sachen. Und ich habe jetzt, weil ich kürzlich hier in Augsburg in dem Römerlager war,
im Sommer war ich im Römerlager und ich weiß nicht, ob die Augsburger kennen das. Die Tabula Peutingeriana. Peutingeriana. Kennt das jeder? Das ist ein Straßenatlas für das Römische Reich. Das ist praktisch so ein Graph, also so, als wäre das so eine Library. Also die Straßen sind... Und da wollen wir eigentlich hin. Also da ist dann hier, also ich weiß nicht, wenn man jetzt AFP oder so... Da führen doch schon alle Wege nach Rom. Genau, genau. Also hier ist Rom, da führen alle Wege hin. Und die haben das auch so sehr eng. Also es ist ein bisschen verzerrt, das ist hier Italien. Dann kommen hier irgendwie also hier die Alpen. So ähnlich, also ich habe hier auch geschaut, hier ist Mediolanum, das ist Mailand. Ich weiß nicht genau, was das für ein See ist. Dann gibt es hier verschiedene Alpenübergänge und das ist hier Augusta Vindelici. Also so ähnlich ist das bei uns langsam auch. Wir sind da halt noch nicht ganz so groß. Also das Basishol ist hier nur so eine kleine Provinz da irgendwie. Und wenn man jetzt da die Analysis Library, die in der Release neu ist, das ist also nur... Und wenn man da noch Number Theory und dann irgendwelche AFP-Sachen, also da können wir dann... Ich werde mal versuchen, das so nachzumachen. Ich denke, das wäre deutlich eindrucksvoller, wenn du das auf Endlospapier ausdruckst und dann mal irgendwo mitbringst. Das... Ja, aber du hast ganz schön Visualisierungsschwierigkeiten. Jede Kiste hier ist ein großes File, das ist ein Theorie-File. Und da drin ist ja noch Substruktur. Da sind dann irgendwelche Typklassen drin und so. Das war dieser andere Graph, den kann man in zwei Dimensionen sehr schlecht layouten. Da sieht man fast gar nichts mehr. Und was wir eigentlich machen seit 30 Jahren, dass wir das System und die Library so evolvieren, dass wir da immer weiterkommen. Und das ist ein ständiges Rennen. So, ja, nicht gegen, sondern also mit den Usern. Also wenn du ein System hast, was gut funktioniert, dann werden es Leute anwenden und dann machen die erfolgreiche Anwendungen, dann macht man immer mehr und so weiter. Und das, je mehr Anwendungen, desto mehr Last hast du auf dem System. Und das haben wir halt bisher immer geschafft. Also manchmal bin ich mit David Messers zusammen weit voraus und dann brauchen die Anwender 3 Jahre, um das wieder einzuholen. Und im Moment sind wir so ein bisschen hinten dran. Also es ist echt so stöhnt das Ganze, dass es fast 2 Stunden dauert, um AFP durchzunudeln und so. Okay, also wir sind hier ganz unten in diesem ganzen Bauwerk und Larry Paulson hat gesagt, ich benutze diese Minimallogik, die die 2 Konnektive hat, also diesen Allquantor und diesen Pfeil, benutze ich, um die Schlussregeln, die man so in einem Textbook kennt, also das schreibe ich dann halt so. Lokal, wenn ich dann beliebig aber festes X irgendwie ausdrücken will, dann kann ich das mit dem Quantor machen. Wenn ich ganz draußen Allquantoren stehen habe, dann nehme ich die weg, das äußerste Quantorenpräfix wird weggenommen, stattdessen macht man schematische Variablen und dann hat man außen so eine Hornklauselstruktur wie ein Prolog. Das ist der Hauptbeitrag von Larry Paulson plus Regelkompositionen. Was ich gleich nochmal kurz erläutere, also wo man die Regeln irgendwie zusammensetzt, um da was zu schließen. Und es ist ganz wichtig, das implementiert das Framework, aber das benutzt nur das System, um dem User dieses Regelkalkül in die Hand zu nehmen. Wenn der User schließt, verwendet er immer das Regelkalkül. Also der User setzt solche Dinge hier zusammen und kriegt dadurch neue Sachen raus und dadurch macht er Beweise. Und das Zusammensetzen geht durch Backchaining und dann Lifting into Subgoal-Context und Higher-Order-Unification, das war also 89 die Hauptsache. Und so operationell ist, also Isabelle auf der Ebene ist so ähnlich wie Lambda-Prolog, das ist Higher-Order-Prolog. Das ist also eine Art, um Hornklauseln zusammenzustecken, um neue Ergebnisse rauszukriegen. Jetzt sind hier Beispielregeln, dass man ein Gefühl für kriegt, das haben wir schon 2 oder 3 Mal gesehen. Also eine Konjunktion wird da irgendwie charakterisiert und das sind die Regeln, die dann da rauskommen. Also ich kann eine Konjunktion bekommen als Konklusion, wenn ich ein A und ein B schon habe. Ein A und dann noch ein B und dann kriege ich eine Konjunktion. Das ist sozusagen der Paarkonstruktor, wenn man so will. Das ist der Typ des Paarkonstruktors innerhalb der Logik, wenn man so will. Ist das eine Definition von dem Symbol oder ist das irgendwas? Also das sind die charakterisierenden Regeln als Theoreme. Und wie es definiert ist, sehen wir gleich, sehen wir später. Ich habe das heute alles mitgebracht. Die Fragen waren beim letzten Mal auch schon, als ich die Folie hatte. Das ist gewissermaßen das Interface, was ich dem User in die Hand gebe und sage, das Und ist so charakterisiert, so kannst du es bauen und so kannst du es zerlegen. Also wenn du ein Und hast,
und du willst irgendwas haben, dann darfst du diese Einzelteile in die Hand nehmen. Und das ist wie so ein Split-Kombinator oder so ein Pattern-Match-Kombinator innerhalb der Logik. Ich rede hier, als wäre das funktionale Programmierung. Es ist Logik und wir haben uns nicht entschieden, ist das klassisch oder sonst was. Also wir können so abgehoben darüber reden im Moment. Also hier ist, glaube ich, alles klar, oder? Konjunktion. Also ich baue aus einem A und einem B eine Konjunktion und wenn ich eine Konjunktion habe, darf ich irgendwas draus machen und ich darf lokal mich auf das A und das B beziehen, um dieses irgendwas machen. Das A und B sind Propositionen. Genau, also das sind Terme vom Typ Prop. Also wenn A nicht gilt, dann gilt A und B. Oder ist das noch eine andere Ebene? Ich verstehe die Frage nicht. Das ist eine ganz andere Ebene. Oder? Weil also Negation haben wir jetzt noch gar nicht. Hast du dich gerade gesprochen? Oder hast du nicht gesagt? Nee, ich verstehe nicht, weil das A und B... Also das sind genau Propositionen. Und eine Proposition ist noch keine logische Aussage, sondern... Es ist eine wohlgeformte logische Aussage. Also das, was falsch oder wahr ist? Nee, eine Proposition ist wohlgeformt. Okay. Und ein Theorem habe ich bewiesen. Ein Theorem habe ich abgeleitet. Bei Proposition weiß ich nur, das ist syntaktisch korrekt. Es geht nicht darum, ob es wahr oder falsch ist, sondern genau. Du willst es dann halt beweisen. Eventuell kommt die Verwirrung daher, weil Mathematik, der hat ja verschiedene Begriffe für Dinge, die er bewiesen hat. Er kann solche Sachen Theoreme nennen, er kann sie Sätze nennen, er kann sie Lemma nennen oder er kann sie Proposition nennen. Okay, aber für den Logiker ist eine Proposition nur ein Aussagesatz, ja? Und ob der jetzt stimmt oder nicht stimmt, ob der bereits bewiesen wurde oder nicht, bewiesen wurde. Er ist wohlgeformt und er kann geformt sein aus den Sachen, die wir vorher hatten. Also es ist ein Lambda-Term vom Typ Prop und der kann aus allen Konstanten, die ich da schon habe, hier führe ich ja, das ist hier sehr implizit, also hier ist das Interface, das sind alles Konstanten der Sprache, die ich da einführe. Sagen wir mal, ich zeige das nachher noch genau im Detail. Mhm. Hier geht es nur darum, wir haben eine Objektsprache plötzlich eingeführt. Also wir können jetzt die Regeln der Objektsprache, das sind die Konnektive der Objektsprache, also dieses angelsächsische Allquanta, der Existenzquanta und so weiter. Und die können wir charakterisieren durch diese Regeln, die wir in Pure hinschreiben. Und das kann ich erweitern, also indem ich halt diese Konnektive definiere und das dann ableite, das sehen wir gleich. Und dann baue ich mir immer mehr konkrete Sachen auf. Und auf diesen zwei Folien wird angedeutet, dass man da also die Standardkonnektive der Prädikatenlogik innerhalb von Whole da irgendwie so gewinnen kann. Das sehen wir gleich konkret, wie das gemacht ist. Und warum brauche ich zum Beispiel den einfachen Fall? Weil mit den ersten beiden Zeilen kann ich ja immer aus dem Doppelfall einen einfachen Fall machen und aus dem einfachen Fall wieder einen Doppelfall. Ja, also die sind in gewissem Sinn redundant, aber es ist auf einer anderen Ebene. Okay. Also dieser Pfeil und dieses Ding dient dazu, um Regeln hinzuschreiben, um eine deklarative Regelstruktur hinzuschreiben. Und die Konnektive sind halt Konnektive meiner Sprache. Also das formalisiert Regeln. Die Konnektive, das, was du hier so hinschreibst und was du damit irgendwelchen Fußnoten und Handwaving im Textbuch hast, kannst du hier formal machen. Damit die Ebenen getrennt sind, sauber voneinander, oder? Also das hat einfach zwei verschiedene Funktionen. Eine geschlossene Formel in Whole ist irgendeine komplexe Aussage. Eine Regel sagt mir, wie kann ich die verbinden und kann da schließen. Also die Minimallogik mit diesen zwei, mit dem Pfeil und mit dem spitzen Quantor hier, dient dazu, um eine deklarative Regelstruktur hinzuschreiben. Dann dupliziere ich das für meine Logik. Und dann mache ich noch viel mehr. Und das ist ja nur ein Beispiel hier. Und da kommen dann tausende von anderen Konnektiven. Mal Verbandstheorie oder irgendwas mit Mengenlehre und so weiter. Und dann kriege ich für all das Regeln in dieser Minimallogik mit diesen zwei Konnektiven. Und das System weiß von alleine, was es damit machen kann. Das ist eine deklarative Regelsprache. Das sieht man hier nochmal angedeutet. Nee, das sieht man hier nicht angedeutet. Hier auf dieser Folie. Also das ist nur, dass man so ein Gefühl für kriegt, wie das mit dem, was man kennt, was man hoffentlich kennt, also für Exquanta, wenn ich ein B von A habe, kann ich daraus die Existenz X, B von X gewinnen. Wenn ich eine Existenz habe, das ist so ein Eliminator hier, also so, ich habe die Existenz und dann kann ich das in Gedanken so zerlegen und kann eben annehmen, dass für ein festes A, B von A gilt, darf da irgendwas bauen, was aber dieses A nicht enthalten darf. Das darf ich hier so hypothetisch machen und dann A ist das gleiche
oder? Das ist einfach eine gebundene Variable. Ich hätte hier x schreiben können, das ist halt, also der Scope. Nö, dass es ein bisschen deutlicher ist, dass es mit dem korrespondiert. Also ich habe einfach hier aus didaktischen Gründen b von a, also a ist ein konkreter Term. Und dann mache ich ein abstraktes exists x b von x. Das x sieht abstrakter aus als ein a. A ist ein konkretes Ding, also ich habe eine Aussage für ein konkretes Ding a. Und die kann ich abstrakt dann machen, indem ich sage exists x b von x. Ist eigentlich die Klammerung in diesen Klammern bei dem Spitzenzahl, ist das sozusagen im Sinne zu lesen von für alle a b, b a im Prinzip c? Oder das Ding geht hier rüber. Also das ist so ein, also die beiden Konnektive gehören ja zusammen, das sind die von der Regelsprache, ja. Und das geht hier ganz rüber. Aha. Wenn das hier so steht, geht das nicht ganz rüber, weil das die Objektsprache ist und die andere Bindungsregeln hat. Ja. Das ist sicher verwirrend für Anfänger und wenn man, mein Mathe-Prof hat mir immer gesagt, das versteht man nicht, da gewöhnt man sich dran und so ähnlich ist es hier auch. Man kann, also das ist für jemanden, der es noch nie gesehen hat, muss das verwirrend sein, weil der nämlich da nicht rüber geht. Der X-Quantor ist hier eng gebunden und der geht hier ganz rüber, aber das ist ja hohl, das ist eine geschlossene Hohlformel, die kann ja so ein Ding gar nicht enthalten. Der Verbesserungsvorschlag. Vielleicht könntest du das einfach das eine blau, das andere rot machen, dass du die zwei Ebenen klar voneinander ja. trennen. Also sag mal, das sind ja auch nur hier quasi formale Folien, die sind hier so zusammengepinselt. Wir gehen gleich rüber in die Sourcen, da sehen wir das genau. Und da kann man dann die IDE auch fragen, was ist denn das und was das formal ist. Und bei Haskell hast du auch das Problem, dass zum Beispiel Konstruktoren genauso ausschauen wie Typen. Konstruktornamen schauen auch wie Typnamen und als Anfänger genau. bist du erstmal ein halbes Jahr. Genau, genau. Wie ist das zum Beispiel die gelifteten? Also wenn man es wird immer noch schlimmer mit den ganzen Extensions. Es schaut alles gleich aus. So, das hier nenne ich, wenn ich sowas von anderen Leuten sehe, nenne ich das Vomit Slide. Also man kriegt so ein Ding vor die Nase geknallt. So, aber das ist Larry Paulson 89, der Regelkalkül wird erklärt. Also es geht letztendlich nur darum, hier ist eine Regel, dieser Strich ist ein Vektor. Also da habe ich viele A's, die gecurried da so ein B liefern. Das ist eine Regel. Und da habe ich ein B-Strich, was dann ein C liefert, was beliebig viel Struktur haben kann. Und wenn ich das B und das B-Strich durch Unifikation gleich machen kann, also das B-Theta ist hier eine Substitution, B-Strich-Theta, also das Theta ist eine Substitution, die die beiden gleich macht, dann darf ich das rauslöschen transitiv und dann liefern die ganzen A's mit dem Theta das C mit dem Theta hier. Das ist normale Komposition, also ich überlappe die Konklusion hier mit der ersten Prämisse. Das überlappe ich durch Unifikation, also es muss dann gleich sein und dann kann ich das rauslöschen und dann werden sozusagen die Prämissen liefern dann die Konklusion am Ende. Und der Rest ist dann hier so technische Anpassung, um die Regeln zu verbessern, dass sie einen H-Kontext haben dürfen oder so einen für alle X-Kontext. Und dann kann ich die Larry-Paulson-Regeln hier unten ableiten, die dann implementiert sind im System. Also wenn ich ein Goal-State habe, ein Goal-State sieht so aus, dass das diese mittlere Zeile, dass ich irgendwie einen B-Strich haben möchte unter bestimmten, für Parameter x und bestimmten Annahmen. Das ist ein lokaler Kontext für mein Goal. Und dann will ich da eine Regel reinfriemeln. Ich will das auf A zurückführen. Also ich muss sich das B und das B-Strich überlappen. Und dann kriege ich plötzlich die ganzen A's hier stattdessen, statt dem B. Das ist so Backchaining im Kontext mit Higher Order Unification. Das ist so die Universalregel. Und das ist, um Beweis zu schließen. Ich habe eine Situation, wo ich ein Goal A zeige, aber einer meiner Annahmen ist das schon. Dann kann ich das projizieren und dann fällt das alles weg. Diese beiden Regeln, also es ist alles ableitbar in diesem Schlusssystem, was ich hier vorhin gezeigt habe. Dieser Elementalkalkül, den kann ich aufbohren, indem dann das rauskommt. Und das gibt man dem User in die Hand. Oder das sind die Hauptregeln von Isabel, die 89 eingeführt wurden. Und dann kann man eben Objektlogik-Schlüsse machen. Und das macht man heutzutage in ISA. Also das ist 89, wo man so diese Peer-Rules hat. Und seit 99, das war halt damals meine Doktorarbeit, 2002 habe ich das abgeschlossen, kann ich diese Schlussregeln, die sehe ich dann nie, stattdessen mache ich einen Beweistext. Und das ist das ganze Geheimnis, wie ISA funktioniert. Das habe ich jetzt auch deswegen noch hinkopiert, weil wir ein bisschen vielleicht auch über
Minimallogik und intuitionistische Logik und Tools und so, das steht alles im Hintergrund. Also bei ISA brauche ich keinerlei Tools. Ich brauche nur Struktur, die vom System eh schon vorgegeben wird. In ISA darf ich ja irgendeine strukturierte Behauptung machen und das durch einen strukturierten Beweis dann lösen. Also ich habe eine Behauptung und dann mache ich Fix Assume Show. Und das Fix Assume Show gibt eine Struktur vor und das ist eine Regel. Und die Regel wird einfach auf die Weise, wie das hier steht, da reingewurstelt mit Unifikation und so ein paar Nebenbedingungen und sowas. Also das kann ich hier so ein bisschen verallgemeinern, das Ganze, und das muss dann so nach Unifikation alles zusammenpassen. Und das ist fast alles an, das ist die Hauptregel von ISA. Und das ist eigenartig, dass man immer noch im wissenschaftlichen Bereich, dass sich jemand hinstellt und sagt, ja, wenn wir strukturierte Beweise machen wollen, dann müssen wir da starke automatische Tools draufschmeißen. Und das Hauptergebnis meiner Doktorarbeit von 2002 ist, dass das nicht notwendig ist. Und das weiß immer noch keiner, deswegen spreche ich das jetzt ins Internet, dass also die Welt endlich weiß. Also Isabel-User machen das ständig und Nicht-Isabel-User wissen das nicht. Und das heißt, ich kann sauber strukturierte Beweise machen, ohne irgendwas mit klassisch oder irgendwas mit Choice oder so da reinzunehmen. Das freut dann den Ingo. Die ganzen Beweise, die man machen kann, die sind wirklich pur. Und erst später nimmt man dann das dazu und dann macht man sich so richtig kräftige Tools, so Sledgehammer und sowas. Und dann macht man so riesen Anwendungen damit. Aber man kann unten drin in ISA schöne Beweise machen und ich mache das auch gern. Und das machen wir jetzt gleich. Also den Beweis haben wir schon 10-mal gesehen hier, das ist der Curry Club Beweis. Der einfach, das klappert dann da so durch. Da werden einfach die Regeln so zusammengesetzt, wie das da im Prinzip erklärt wurde. Und der Rest ist Struktur. Das ist Informatik. Das hat nichts mehr mit Logik zu tun. Das hatten wir auch schon bei diese If-Contradiction, da gibt es auch schon ein Video dazu. Und hier unten habe ich noch zwei Beweise reingemacht. Das hatte der Ingo beim letzten Mal. Double Negation. Also wenn ich A, also die Regel A geht nach nicht A, diese Regel, die kann ich mit dem I-Prover beweisen. Das ist so ein intuitionistischer Beweiser. Und die umgekehrte Regel nicht A geht nach A, die kann ich so nicht beweisen, die muss ich mit Blas beweisen, das ist ein klassischer Tableau-Beweiser. Und wir machen das jetzt konkret. Tableau heißt Wahrheitstaten. Also das ist so ein Terminus technicus, also da gibt es halt so Verfahren, das heißt halt Tableau-Prover. Also es werden diese Formeln, die werden klassisch zerhäckselt und dann wird an bestimmten Stellen was unifiziert und dann ist es einfach aufgrund der Schlussregeln des Ganzen dann fertig. Also nicht einfach eine Wahrheitstafel aufstellen für alle Möglichkeiten. Warum das so heißt, weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch kein automatischer Theorembeweiser-Mensch. Wahrheitstafeln sind, aber es ist ein Ausdruck für ein bestimmtes Beweisverfahren. Es gibt da eine ganze Menge und diese ATP-Leute, die haben da viele witzige Bezeichnungen und dann muss man das googeln oder das in der Literatur nachschauen. Das ist einfach ein bestimmtes Verfahren. Wenn du das Blaster im Manual nachschaust, unser ISA-REF-Manual, dann ist da ein Literaturhinweis auf Papier von Larry Paulson und dann hat er Hinweise auf die ursprünglichen Verfahren, die da verwendet werden. Das sind Standardverfahren, die 80er Jahre oder 90er Jahre, ich bin unsicher, wann das eingeführt wurde. Und diese Verfahren unterstellen klassische Logik. Da gibt es ja einige automatische Verfahren, die also keine klassische Logik brauchen, also das ist hier einer. Und dann kann man eben schon drüber reden, ja, wie gut geht denn das? Und die meisten Verfahren unterstellen halt klassische Logik. Da hat man Abkürzungen im Ganzen. Es ist einfach empirisch so, dass also das, was in der Literatur vorhanden ist, ist das meiste klassisch. Und es gehört so zum guten Ton, wenn man also Intuitionist ist, dass man mehr Arbeit reinsteckt. Sagen wir mal, da müsste man noch drüber reden. Jetzt kommen wir zum Eigentlichen des Vortrags. Zwei Folien, also was ist hohl, dass wir ein Gefühl für kriegen, was das ist. Also diese Poitinger-Tafel habe ich schon gezeigt. Das sind also die Einstiegspunkte, wo was Signifikantes passiert. Und der Rest ist dann also Definitionen, Tools, also Tons of Definition Statement Proofs. Das ist wirklich sehr viel und Add-on-Tools. Aber hier passiert inhaltlich was. Also hier wird eine Verbindung von der Gleichungslogik zu den Programmiersprachen hergestellt. Hier ist die klassische axiomatische Basis, die im Prinzip auf Church 1940 und Gordon 1985 zurückgeht. Und hier wird dann irgendwann gesagt, wir haben Infinity, also wir haben einen Individuentyp mit Infinity und dann definieren wir die natürlichen Zahlen da drin.
Und hier haben wir irgendwann mal Hilbert Choice. Wir haben das getrennt. Das war mal hier alles zusammengemanscht und dann haben wir den Hilbert Choice mal rausgetrennt aus ästhetischen Gründen, dass wir, das ist so eine Fingerübung, dass man ohne Hilbert Choice arbeitet und später den dann erst einführt. Und jetzt schauen wir da gleich rein. Also man kann diese Files, die kann man, also wenn man, die Slides habe ich nicht rumgepostet, wenn man die Sourcen davon hat. Hier, die Sourcen schauen ja jetzt heutzutage so aus, also das ist irgendwie beim nächsten Mal kann man dann direkt drin präsentieren, da mache ich dann kein PDF mehr. Und hier kann man in der IDE, also kann man jetzt, der Inge wollte glaube ich wissen, oder der Froschpasch, wie die natürlichen Zahlen definiert sind. Hier wird einfach Type-Deckel int, also Individuals hier, wird einfach postuliert und dann wird axiomatisch gesagt, also da ist eine Null int und ein Successor int nach int und das ist dann hier Infinity einfach. Also das ist hier Injektivität und das also alle Successors von dem Null verschieden sind, also das ist dann auch kann man eine Weile anstarren, also das ist diese klassische Charakterisierung einer unendlichen Menge. Es gibt eine Injektion, die keine Surjektion ist. Das wird hier postuliert für dieses Int. Und dann schneidet man, das kann ja größer sein, das kann ja irgendwas völlig beliebiges, unendliches sein, hier dieses Int. Und dann schneidet man sich da induktiv dann die kleinste Menge raus, die abgeschlossen ist und also fängt mit 0 an und dann mit dem Successor abgeschlossen ist. Das schneidet man induktiv raus. Sagt der quasi, wenn der Successor von x gleich ist wie der Successor von y, dann ist x, dann bedeutet es x ist y. Mhm. Und dann sagt es, dass niemals der Successor der Grund der Base Case sein kann. Das wird seine Schleife geben. Also der Successor liegt nicht im Bild von dieser, die Null liegt nicht im Bild. Also würde das zumindest eine Schleife machen können, wieder zu Zero genau. Zurück. Ja. Und jetzt hast du, jetzt kannst du keine Schleife machen, dann kannst du noch aufeinander auch. Genau. Aber, also du machst quasi, int ist quasi ein Typ, den definierst du einfach. Okay. Den postuliere ich. Ich postuliere. Ich schmeiße einfach hier die Signaturen, die Axiome rein und hoffe, dass nichts Schlimmes passiert. Und dann, das hast du ja als Implementer schon. Dass es frisch ist, das ist dann wieder Informatik. Also wenn ich schreibe Type-Deckel int von dem Namespace-Management und so weiter, int ist wirklich ein frischer Typ, der wird an der Stelle eingeführt. Der kann nicht kollidieren mit dem anderen. Wenn ich in Eskel sage data foo, dann habe ich ein foo ohne Inhibitoren. Und dann sagst du zwei Inhibitoren, zero, zwei Konstruktoren, ja. Den Typ zu konstruieren. Ja, also das sind, das ist ein nullstelliger Typkonstruktor, das ist eine Konstante in der Termsprache und das ist eine Konstante, die halt einen Funktionstyp hat. Das sind quasi Axiome von genau. Den Typen. Genau. Um neue zu bilden. Also hier sehen wir, wie dieses Theta, die Hintergrundtheorie, erweitert wird. Also die drei Kategorien von Dingen, Typkonstruktoren, Termkonstruktoren, wenn du so willst, also Termkonstanten und dann Theoremkonstruktoren, das sind Axiome. Typen, Terme, Theoreme, das sind die drei Kategorien der Logik. Die haben wir ganz am Anfang gesehen und die kann ich die Signatur erweitern und dann postuliere ich letztendlich, dass ich plötzlich ein Int habe, was halt unendlich ist. Und dass das Unendlichkeit charakterisiert, das starrt man so oft an und bringt es mit informellen Beschreibungen in der Literatur in Verbindung. Und diese induktive Definition, das ist dann also wirklich eine Definition, wo ich dann, also da bilde ich so einen Schnitt praktisch. Da gibt es so eine Theorie dazu, also dass ich auf dem Verband der Potenzmengen da einfach so Operationen mache. Das macht man ständig. Inductive ist ein sehr wichtiges Prinzip, wo ich dann sage, jetzt ist es wirklich nur so, so und nur so. Dieses Int kann ja irgendeinen Schmutz enthalten, der mich nicht interessiert. Das ist irgendein Individuenbereich, der unendlich ist. Und dann arbeitet man da ein bisschen weiter und dann irgendwann definiert man sich dann, also was Null ist und was Plus ist und dann ist man da so, wie das bei Russell Whitehead auch war, dann nach einer Weile, ja und jetzt wissen wir 2 plus 2 gleich 4, können wir beweisen. Das geht hier ein bisschen schneller, weil einfach die Grundlagen besser sind und wir hier Technologie haben. Es ist nicht wie bei Whitehead und Russell, wo man dann seitenweise Text vollkritzelt, bis man dann endlich mal eine Addition hat und so. Ja, keine Kommentare dabei, was man da gerade tut. Du meinst, du bist enttäuscht, dass du hier nichts verstehst bei dem Bootstrap-Prozess. Interessant wäre halt, warum ist zum Beispiel für Int von Int nach Bool, warum man da, wo was man die Funktion nach Bool braucht? Das war quasi das Prädikat, das entscheidet für irgendeinen Wert und für Int, ob es schon zu den Zahlen gehört.
Ja, das ist ein Teilbereich der individuellen. Da habe ich jetzt zu schnell drüber gewischt über das Ganze. Also wir haben einen Typ und das ist ein Prädikat über den Typ. Das ist soweit klar. Und wir charakterisieren dieses Prädikat induktiv, indem wir sagen, also nat von 0 und wenn wir nat von i haben, dann haben wir nat von Successor von i. Und dieses ganze Ding hier meint, es ist die kleinste Menge, die abgeschlossen ist unter diesen Regeln. Die müssen monoton sein, diese Regeln, das wird da bewiesen. Wir können auch mehrere Mengen machen, die das auch erfüllen. Von dem Wert von int weißt du nicht, dass er entweder 0 oder ein Successor ist. Ja. Du weißt, es gibt einen 0, du weißt, es gibt Successor und du weißt, es gibt 2x0, aber du weißt nicht, dass jeder Wert von ihnen entweder 0 oder ein Successor ist. Genau. Bei jedem Wert von nat weißt du schon mal, das ist das, was da steht. Weil das, die, weil das dann. Also, das ist das, was es sagt. Ja. Genau. Nat ist jetzt ein Korb. Nat ist was? Nat ist eine Konstante. Genau. Das ist ein Prädikat. Dieses Bool ist unsere Objektlogik. Wir haben die Struktur vorher noch gar nicht aufgebaut. Wir haben nur gesagt, es gibt ein Zero und es gibt eine Funktion von nach innen. Genau. Aber nicht, wie die genau zusammenhängen. Jetzt sagen wir quasi, es gibt genau diese. Also am Anfang ein Zero und dann später. Eventuell versteht man es abstrakt besser. Also der Int-Typ kennt hier irgendeine Konstante und irgendeine Funktion. Und die Funktion ist injektiv, das ist die Zeile. Und die Konstante ist nicht im Bild dieser. Und das ist, dass jemand hier gleich so genannt hat, ist, weil wir das dann so verwenden wollen, um dann natürliche Zahlen dazu machen. Und das sind dann die normalen natürlichen Zahlen, die kommen dann hier als ein TypeDef. Da schneiden wir uns aus dem Prädikat dann da einen Typ raus. Der wird dann syntaktisch so abstrahiert. Das ist so eine Art abstrakter Datentyp. Und dann haben wir wirklich echte natürliche Zahlen, die bis auf Isomorphie festgelegt sind. Das ist kategoriell, oder? Also wir haben eine kategorielle Theorie, die wirklich exakt das beschreibt, was unsere Idee ist. Also das ist ein abstrakter Repräsentant für das eindeutig beschriebene Konzept der natürlichen Zahlen. So, wir gehen mal zurück, wir wollen ja konkret was machen. Kann ich mal eine Frage zu stellen? Ja. Also wir haben hier, wir postulieren den Typ int und dann schneiden wir diese Menge nat aus, von der wir dann wissen, was es ist. Ja. Hätte man jetzt auch oben ein drittes Axiom zu int dazu schreiben können? Ja, ja, klar. Das sagt, für jeden Wert von int weiß ich, ich hätte da ein Induktionsprinzip dazu nehmen. Nee, was hier fehlt, ist die Induktionsregel. Weil du willst sagen, jeder Wert ist entweder 0 oder die so und so oft vielfache Anwendung vom Successor. Ja, stimmt. Aber so und so viel. Das kann man schon machen. Es ist hier so ein bisschen in der Literatur, auch in dem 1940-Papier, wird es so aufgebaut. Und dann wird dieser Individuentyp, also der wird von Anfang an, glaube ich, dazu genommen. Und mit dem konstruiert man sich dann oder man beschreibt alle Anwendungsdinge der Mathematik. Es ist einfach, sagen wir mal, aus historischen, nostalgischen Gründen, dass man abstrakt einen irgendeinen Individuenraum postuliert, der unendlich ist. Was der genau ist, wissen wir noch nicht. Und dann machen wir definitorisch weiter. Der ganze Rest ist definitorisch. Wo wir dann genau sagen, innerhalb des Raums meinen wir jetzt das. Man könnte hier dieses Int wird nie anders verwendet, man hätte einfach axiomatisch die natürlichen Zahlen postulieren können. Dann muss man aber gegenüber der Literatur rechtfertigen, was man da verändert hat. Da muss man so Handwaving machen, also es würde auch jeder glauben, aber es ist dann halt nicht mehr so wie in der Literatur. Aber also ist es, vielleicht sollten wir es nicht jetzt diskutieren, weil nicht, wie es in deinem Plan passt, aber es ist doch nicht so leicht, die natürlichen Zahlen dann direkt axiomatisch. Na doch, die Induktionsregel kann ich ja da hinschreiben. Also man könnte hinschreiben, also das kann ich ja hier sofort sagen. Wir sind in Hohl. Wir sind in Hohl. Ach so, okay. Das ist ganz wichtig. Wir können das. Das ist ganz wichtig. Abstract Nut heißt es. Also auch zu den Typklassen. Hier habe ich mal so ein Demo gemacht vor vielen Jahren. Hier mache ich mir eine Typ, das Locale, also ist abstrakt, was sind natürliche Zahlen? Also da habe ich eine Operation 0 und einen Suck. Und dann habe ich diese Eigenschaften logisch. Also die Injektivität hatten wir hier nur in eine Richtung, die habe ich hier also voll geschrieben und dass das eben da nicht im Bild ist. Und dann die Induktionsregel, also für beliebige p muss das hier richtig sein. Es muss möglich sein und das charakterisiert mir genau kategoriell die natürlichen Zahlen. Und es ist wichtig, dass ich hier über alle p quantifizieren darf. Und dann kann ich sogar definitorisch jetzt einen Rekursor einführen. Das ist so eine Fingerübung, die ich vor vielen Jahren mal hier gemacht habe, die aber didaktisch, und hier mache ich dann das Add. Also das ist Russell Whitehead sozusagen hier in einer Seite.
dass wir dann, also von dem, was wir schon haben, eben mal schnell dieser primitive Rekursionsoperator hier, der auch kein Hilbert Choice braucht und so, das kann man hier eben mal schnell, und dann kann ich die Addition hier definieren. Ja, genau. Und hier wird nur gezeigt, dass also die natürlichen Zahlen, die schon vorhanden sind, dafür ein Modell sind. Ja, das alles in dem kleinen Ding, kleine Fingerübung, die ich vor vielen Jahren mal gemacht habe, um genau das zu demonstrieren. So, also Hole ist sehr schön. Da hat man relativ einfache Basis, also es ist halt wie Unix, und dann hat man so Techniken, wie man sich dann hochhangelt. Und ich wollte dazu konkret was zeigen. Also das ist sozusagen hier diese Riesen, das sind die Haupteinstiegspunkte, in, wo logisch was passiert, in dieser riesen Batteries Included Library. Und hier ist ein Modell von dem Ganzen, wo wir nochmal von Pure ausgehend das nachvollziehen. Ohne diese riesen Landschaften da, mit dieser Peutinger-Tafel. Und das ist das File, was ich da rumgeschickt hatte. Da können wir mal ganz kurz nochmal reinschauen. Und das wollte ich eigentlich, wir haben jetzt 20.30 Uhr. Es ist immer so viel Begeisterung für... wir haben ja sonst keine Konkurrenzveranstaltung. Der Prof. Patsch muss irgendwann sagen, wann er diese Übungssession dann machen will. Aber wir schauen jetzt da kurz rein in das Hole, eine Rekonstruktion von Hole von der Basis ausgehend. Und das ist das File, das war da, in dem Blog-Eintrag ist da so eine Theory. Das ist dieses File, dieses kleine File hier. Und das habe ich auch hier bei den Slides, also hier ist das Inhaltsverzeichnis im Wesentlichen von dem File. Also da wird erst die Syntax spezifiziert, dann die Minimallogik dupliziert, das hat der Ingo vorhin bemerkt. Dann werden die ganzen Konnektive definiert und die Regeln dazu als Theoreme bewiesen. Dann wird hier auch noch Gleichheit eingeführt, axiomatisch, und zwar eine volle extensionale Gleichheit. Dann kommt der Cantor, den wir schon dreimal hier hatten. Und das war das, was eigentlich die Fußnoten, also das ist das für den heutigen Vortrag, die letzten zwei Punkte, also wie klassische Logik durch fünf bekannte Regeln charakterisierbar ist und wie man aus Hilbert Choice dann das klassische Prinzip ableiten kann. Und da können wir mal kurz durchgehen. Pure Bootstrap in also wir haben Pure schon da, das ist diese dreistufige Lambda-Kalkül mit diesen fest eingebauten Prinzipien, wie ich schließen kann. Und da drin möchte ich Hole machen. Und das ist so kriege ich die Syntax. Also da mache ich eine Typklasse Type, das sind dann meine Typen, alle Typen der Objektsprache, und es soll immer verwendet werden, wenn ich nichts hinschreibe. Das ist nur so Boilerplate. Dann habe ich Omikron, das sind die Aussagen von Hole. Die heißen im tatsächlichen Hole Bool. Aber hier sind wir noch nicht klassisch, wir haben uns noch nicht entschieden. Wenn ich da Bool hinschreibe, denkt jeder an True und False. O ist eine Aussage, der Typ der Aussagen. Und dann sage ich, okay, das soll ein Typ sein. Und den Fundtyp, den ich schon habe, den verwende ich wieder. Das heißt, wenn ich den auf meine Objekttypen anwende, soll also sowas wieder rauskommen. Und dann habe ich den ganzen Lambda-Kalkül plus diesen neuen Typ jetzt übernommen als Syntax für Hole. Also hier habe ich die gesamte Syntax der Logik schon fertig mit dem Boilerplate. Und jetzt sage ich nur, mein Omikron-Typ hier soll implizit, hier ist keine Syntax, mit diesem TruePop-Kombinator in das Pure eingebettet werden. Alles, was ich hinschreibe als Aussage, wird dann eingekleidet durch dieses TruePop, was man nie sieht. Meine Objektsprache wird da so reingebettet in das. Das ist alles so Boilerplate. Und dann habe ich die gesamte logische Syntax schon fertig. Und jetzt kommt das, was Ingo vorhin bemerkt hat, dass wir duplizieren. Wir machen einen kleinen Pfeil und einen angelsächsischen Allquanter und der ist 1:1 mit dem Pure, wobei da immer ein TrueProp drumherum steht. Also wenn das TrueProp, also um einen TrueProp A Pfeil B zu bekommen, muss ich einen Beweis machen, dass das TrueProp B aus dem TrueProp A zu schließen ist. Und der Allquanter genauso, die beiden Regeln. Und hier unten habe ich sogar bewiesen, dass es 1:1 hin und her geht. Also das TrueProp von A Pfeil B ist äquivalent in Pure zu dem TrueProp A nach TrueProp B. Da kann ich dann hin. Grund, warum man hier den Doppelpfeil verwendet und nicht den Turnstyle? Also der von der Idee her entspricht das dem Turnstyle, aber wir können das völlig beliebig schachteln. Turnstyles schachtelst du nicht. Wir haben also da die volle Freiheit, mit diesen beiden Konnektiven beliebige Schachtelungen zu machen, und das wird auch verwendet. Das macht eigentlich keiner mit dieser herkömmlichen Notation, da wirst du wahnsinnig. Da gibt es ja auch wiederum Gründe dafür, warum man es gar nicht macht, aber ja. Es ist ein Regelkalkül, der beliebige Schachtelungen von Turnstiles erlaubt, plus lokalen Quantoren.
So, also wir haben sozusagen so eine Art Kopie des Ganzen gemacht mit unserer TrueProp. Also alle Aussagen von Hohl haben implizit so ein TrueProp davor. Und davon ausgehend können wir jetzt alle abgeleiteten Konnektive machen. Das heißt, wir definieren False, das ist also das hier. Dann beweisen wir die False-Elimination, also aus False kriege ich alles. Das ist einfach, dass ich halt das hier einsetze. Das True, da habe ich es jetzt so definiert, also False nach False ist was, was immer gilt. Und dann beweise ich das True-I, dass das immer gilt. So. Und das Not, das weiß dann jeder Intuitionist, das ist also A nach False. Das ist eine Standarddefinition, das ist wirklich nur so definiert. Also not A ist A nach False. False kann man sich ja so vorstellen in der Programmierung, das ist so ein Nothing-Typ. Das ist so ein schwarzes Loch, wenn ich da reinspringe. Also wenn ich eine Funktion habe, die von mir ist, die abraucht, also Error oder so, die liefert so einen False-Typ. Nothing in Scala. Und in Haskell heißt es, wie gibt es das eigentlich? Void. Ist der dann wirklich leer, gell? Nicht einelementig? Ja, Void ist leer. Genau. Also er enthält Bottom. Ja, der enthält Bottom, genau. Eine Funktion, die Bottom liefert, hat einen Void-Typ. In Haskell haben wir das internalisiert, dieses Abrauchen. Wenn ich in den strikten Sprachen, da muss ich wirklich irgendwie eine Nicht-Terminierung oder so eine Exception haben, dann liefere ich so einen Void-Typ. So was ähnliches ist das hier. Also wenn ich mit dem A sozusagen in so ein schwarzes Loch reinfalle, dann ist das not A. Und die üblichen Regeln dazu beweist man dann, das schauen wir uns hier nicht an. Und hier haben wir die Konjunktion, also die Konjunktion ist so definiert, dass ich also diesen Eliminator gewissermaßen zur Verfügung habe. Das ist auch so eine Art Induktionsprinzip für das Ganze. Und dann kann ich daraus die normalen Regeln, also wenn ich jetzt A und B schon habe, kann ich dann das A und B ableiten. Und das ist dann die Elim-Regel. Wenn ich A und B habe, dann darf ich A und B annehmen, um irgendwas anderes zu zeigen. Und dieses Obtains ist eine Notation von mir, um Eliminationsregeln kompakt hinzuschreiben. Also die Regel war ja vorhin, die stand ja da. Hier, wenn ich eine Konjunktion habe, um irgendwas zu zeigen, dann zeige ich immer noch irgendwas und darf A und B annehmen. Und das ist völlig beliebig, das ist so pro forma, das ist so die Continuation da hinten. Das Obtains ist dafür eine Notation, dass ich also eine Eliminationsregel schön hinschreiben kann. Also wenn du ein A und B hast, dann darfst du A und B annehmen, um irgendwas Beliebiges nachher zu zeigen. Continuation ist ein tolles Wort für, man kann dem Nutzer die Macht wieder zurückgeben, quasi aus seiner Funktion raus dem Nutzer sagen, hier, ich gebe dir sehr eingeschränkt diese Möglichkeiten, was zu tun, und gib mir bitte das Ergebnis wieder zurück. Und ich benutze es dann weiter. Das ist quasi die funktionale Methode, wie man Eingaben... Um Kontrollfluss. Wir kriegen das Prinzip nachher noch bei dem klassischen. Das ist ein bisschen zu groß, aber einfach quasi sehr einfach dem Nutzer quasi die Macht kurz zu geben. Er muss die Implementierung dafür geben. Dann kann man es selber an... Ja. Aber das hat ewig gedauert, bis ich das so verstanden habe. Und seit ich das verstanden habe, ist alles... Schauen wir mal, wir kommen gleich zum klassischen. Da kommt solche Anklänge kommen nochmal. Und ob man es dann noch glaubt, dass man es verstanden hat. Naja, es gibt bestimmt fünf andere Ansichten. Hier ist also, Disjunktion ist praktisch in der Programmierung, also in Haskell wäre das EIDA, das ist einfach der Summentyp. Hier ist es einfach die Aussage, die hier steht, die auch durch diesen, das ist so ein K-Split-Kombinator, wenn man so möchte. Also für irgendein C, um irgendein C zu extrahieren, muss ich diese beiden Fälle da liefern, dass das also A oder das B nach C. Und aus der Charakterisierung kann ich die üblichen Regeln, also ich kann aus dem A ein A oder B machen, hier ist der Beweis, oder aus dem B ein A oder B, da ist der Beweis. Oder wenn ich das A oder B habe, dann zerfällt das in zwei Fälle. In einem Fall darf ich A annehmen, im anderen darf ich B annehmen. Und das ist, hier ist der Beweis, dass das geht. Denn Topos ist ja nur als endlich vollständig angenommen, aber trotzdem hat er auch alle endlichen Kollinen. Also muss man über ein Vorprodukt konstruieren, das macht man genauso wie hier geschrieben. Weil wenn du nochmal die Definition von der Disjunktion zeigst, hier auf unten. Der rechten Seite vom dreifach gleicher Zeichen, kommen halt nur limitige Sachen vorher. Ist das der Kohl-Limit hier oder was? Nee, dafür alle ist auch was Limitives quasi. Ist auch ein Limit. Was ist der Kohl-Limit? Die Disjunktion, das ist Co. Das ist ja ein normales Co-Produkt hier, oder?
Ja, also es gibt jetzt auch, also diese Formel, die da steht, die macht einfach in 10 verschiedenen Kontexten Sinn, wenn man sie jeweils. Ich habe ja noch 2 weitere Kontexte. Ja, genau. Aber das Tolle ist quasi, A oder B, das ist etwas vom Spirit her, was ein Co-Produkt ist. Co-Konstruktion. Genau. Und alle Sachen auf der rechten Seite sind vom Spirit her eine Nicht-Co-Konstruktion. Genau, ja. Eine Normalkonstruktion. Genau. Wir können hier nochmal zurückgehen zu dem. Das ist ja, das ist das Produkt und das andere ist das Co-Produkt. Die linke Seite von der Funktion, also das A nach B, ist doch die linke Seite auch wieder was. Ja, ich meine, ja. Also jetzt das Ganze, jetzt die ganze Klammer ist wieder was. Ja. Also du meinst jetzt, ob das Co- oder Kontravariante A oder B ist? Das, ich habe noch was anderes gemeint, aber. Das Wort Co wird immer sehr, sehr überladen verwendet. Vielleicht da muss man aufpassen. Vielleicht nochmal auf einen Satz runterbrechen zu können. Ihr könnt das Oder definieren über das Und. Auf der rechten Seite hier kommt nämlich das Und vor. Ja? Das ist für alle heißt, für dieses soll es gelten und für dieses soll es gelten und für dieses soll es gelten. Das ist eine tolle Sache, dass man eben das Oder über das Und. Sagen wir mal, das ist ja ein allgemeines Und, also das ist ein Pi. Also wir machen hier wirklich über alle Propositionen C. Ja. Und intuitiv, oder das ist dann wirklich intuitiv, was hier passiert. Wir sehen das ja auch bei der... wir sehen das... Gilt C, wenn du mir ein A geben kannst, wenn du mir für ein A zeigen kannst, dass es C geht, und wenn du mir für das B sagen kannst, dass es C geht. Dann gilt für ein beliebiges C. Genau. Und genau dasselbe hast du ja im Kopf, wenn du einen Beweis von A oder B hast. Ich kann für die Denkweise, kann ich nachher noch ein Beispiel bringen, was die Visible in... Und auch nochmal noch ein Intuitionistenwitz, den ich von den Doktoranden von Professor Schwichtenberg gelernt habe. Wenn man hier sowas sieht, solche Definitionen, und dann fragt man ja, was ist denn die Intuition dabei? Die Antwort, die Intuition ist der Beweis. Und der Beweis, also hier sind die Beweise, und wenn man die per Hand auch gemacht hat und das ein paar Mal gemacht hat, also da, unten drunter ist ja wirklich nur diese Minimallogik, ich schiebe da die Sachen ein bisschen hin und her und dann habe ich die Implikationen, Quanta und so weiter. Und wenn man es oft genug gemacht hat, hat man das Gefühl, jetzt habe ich es verstanden. Aber es ist abstrakter Nonsens. Also der Beweis ist die Intuition von dem Ganzen. Es ist nicht irgendwie Modell, Verbands... Naja, also wir sind an der Stelle relativ weit, dass wir, ich tue die Folie nochmal zurückflashen hier, ich habe hier einen riesen Turm skizziert. Also ursprünglich Gänzen natürlich schließen, dann Larry Paulson diese Regeldarstellung und dann Beweise. Wie mache ich Beweise in ISA? Und da bin ich ja sehr weit oben in dem Ganzen. Und wenn man das ein bisschen mal geübt hat und einmal verstanden hat, wie das gemacht ist oder vielleicht auch gar nicht genau sich anschaut, wie es gemacht ist, aber man kriegt ein Gefühl dafür und dann entspricht es wirklich dem, so schließt man. Und das ist sinnvolles Schließen sozusagen. Das ist formal sauberes Schließen. Und wenn man es oft genug gemacht hat und dann, das ist eine gute Übung, sich dieses File mit den Konjunktiven anzuschauen, alle Beweise mal löschen und die dann mal selber nachmachen und dann so, das ist eine Konjunktion, oder eine Disjunktion. Und das Schönste ist eigentlich für mich immer der Exquantor, der ist hier. Darf ich das noch kurz unterstreichen, quasi? Man hat eine anschauliche Vorstellung davon, was logisch korrekte Argumente sind. Einfach in der Schule, in der Uni lerne ich das halt irgendwie. Ja? Und jetzt kommt also jemand her und zeigt mir so formale Ableitungsregeln. Dann ist zunächst nicht klar, dass ich wirklich all das, was ich anschaulich als ein logisches Argument anbieten würde, dass ich das auch wirklich formal ableiten kann, nur mit Hilfe der Ableitungsregeln. Aus den kleineren Bausteinen. Aus den kleineren Bausteinen, genau. Wenn man jetzt all diese Sachen, die man Markarius empfiehlt, eben mal selbst macht, dann gewinnt man Vertrauen, dass wirklich genau die Ableitungsregeln genau das sind, was ich brauche und nicht mehr. Der Witz ist, was wir hier voraussetzen, ist ja nur die Minimallogik. Also wir haben so ein Regelframework, dann sagen wir, wir materialisieren für uns jetzt die beiden Konnektive in der Objektsprache. Und davon ausgehend definieren wir alles und leiten dann die Eigenschaften ab. Es ist nicht so wie in den meisten Logikbüchern, dass man sämtliche Konnektive hingekippt bekommt und dann wird seitenweise argumentiert, warum das in der Boolschen Algebra gilt. Dann hat man relativ wenig daraus gelernt. Wenn wir sagen Lambda-Kalkül und hier in dem Raum, also jeder isst ja hier genügend Lambdas zum Frühstück, das ist Lambda-Kalkül hier. Das ist also Lambda-Kalkül in zwei Ebenen. Das ist also dieser Implikationspfeil und dieser abhängige Quantor halt, das ist Pi. Und die Beweissprache dazu, das ist ja, da baue ich Lambda-Terme zusammen. Ich sehe nur die Typen der Terme,
Und die Sprache, also es ist, in ACTA würde man die Lambda-Terme direkt sehen, aber ich habe das damals gesagt, das ist kein Beweis, das ist eine Programmiersprache, ich möchte Beweise sehen. Also bei mir ist dann dieses Fix Assume Show, was Lambda-Terme aufbaut in dieser Minimallogik. Und wenn man das eine Weile mal gemacht hat, und dann hier, das ist also die Krönung des Ganzen, wo man sagt, das ist der Exquantor und hier ist die Intro-Regel und die Elim-Regel und da sind die Beweise, also hier unten ist der Beweis von der zweiten Regel, also exists XP von X wird so definiert, dass ich eben für beliebige Cs das hier habe. Also ich kann das C reduzieren auf eine Situation, wo ich lokal, also der geht hier rüber, dieser Quantor, das ist wichtig. Also lokal für ein beliebiges X und P von X annehmen darf. Das ist die Essenz des Ganzen. Also so spreche ich das aus. Und der Ingo kann dann immer sagen, das ist die Bla-Konstruktion in der Bla-Kategorie. Ich kann einen kritischen Kommentar machen, sollen, ich mache ihn. Der Existenzfaktor ist ja links aktiviert, das haben wir schon ein paar Mal behauptet. Und es gibt ja eine allgemeine Formel, um den links aktivierten zu konstruieren, im aktivierten Funktortheorem. Und so kommt man auf die Formel rechts. Also, oder, das ist keine gute Idee, dieser Herangehensweise ist keine gute Idee, um auf die Formel rechts zu kommen, weil man keine Anschauung hat. Aber man könnte einfach sagen, okay, der Existenzfaktor ist links aktiviert, also wenn ich das aktivierte Funktortheorem schaue, an welche Formel es liefert, und es liefert dann genau die. Es ist letztendlich, wenn man Gensen 35 hernimmt, diesen Artikel, wo er sagt, natürliches Schließen ist das, was ein Mathematiker macht. Da hat er die Regel, die Elim-Regel hier unten ja schon da. Und dann mutmaßt er, ich kann die Eliminationsregel, wenn ich die so abschließe, als Charakterisierung des Konnektivs nehmen. Und das ist dann das Ende des Artikels. Und dann der Herr Gensen stirbt dann in irgendeinem Internierungslager der Nazis in Prag oder so. Der kommt dann nicht mehr dazu. Und dann muss man viele Jahrzehnte draufsetzen mit Kategorientheorie. Und dann hat man sozusagen den vollen Überblick. Aber es ist letztendlich, also ich bin ein großer Anhänger von dessen, was Herr Gensen da gemacht hat. Und wir haben das sozusagen dann in ISA alles schön. Und das geht hier wirklich sehr schön, dieser Beweis. Und hier unten ist dann halt meine Notation, also die Eliminationsregel, die nimmt an, dass ich die Existenz von XP von X habe und dann obtains, also ich darf ein X für ein festes X das P von X annehmen, um dann irgendwas zu zeigen. Das ist meine Notation für diese ganzen Eliminationsregeln. Und hier ist der Beweis. Und das ist nur so formales Hin- und Hergewurstel. Und das Schöne ist halt, wenn man ISA geübt hat mit Dingen, die einem geheuer sind, so normale Mengenlehre und Gespür dafür hat und dann zurückgeht auf das, dann sagt, ah, so ist das alles und jetzt habe ich alles verstanden. Gleichheit ist jetzt nicht so ganz so spannend, also Reflexivität ist die Einführung der Gleichheit, Substitution ist die Elimination der Gleichheit. Wenn ich eine Gleichheit habe, dann darf ich in P von X das substituieren. Dann ist eine Notation für ungleich, dann wird dieses if für die Gleichheit auf den Aussagen verwendet. Das ist nur Notation. Gleichheit der Aussagen schreiben wir so. Die Gleichheit darf auf völlig beliebigen Typen verwendet werden. Und ich darf auch die Aussagen vergleichen. Oder aber schreiben. Da finde ich jetzt interessant, dass du es definiert hast als A gleich B und nicht als aus A fort B und aus B fort A. Hier, genau. Ja. Also hier, wir lassen das koinzidieren. Die Gleichheit auf O schreiben wir so. Oder meinst du das hier unten? Das untere habe ich noch nicht gelesen, aber... Also das ist normale Gleichheit auf völlig beliebigen Typen. Das können Funktionstypen sein, ja. Prädikatstypen, Aussagentypen. Ja, genau, ja. Dann wäre Reflexivität und Substitution. Das charakterisiert die Gleichheit. Wir können in dieser Welt auch über Funktionstypengleichheit. Also nee, wir sind hier in Whole. Also in Pure ist das noch nichts vorgegeben. In Pure können wir First-Order-Logic machen. In Whole ist es so, das ist alles nur ein Raum. Wir haben also Typen, Typkonstruktoren und einen Funktionstyp und das darf ich alles beliebig anwenden und die Logik funktioniert immer für all diese Typen. Ich darf quantifizieren, ich darf Gleichheit alles machen. Hol ist besonders einfach, weil es keine Einschränkungen hat. Das ist ja alles, das ist die harte Lektion, die man lernen muss, wenn man eine Programmiersprache schreibt, dass man Funktionen nicht vergleichen kann. Das ist Mathematik. Weil das allgemein nicht bewiesen ist. Und ja, aber ist wir rechnen nicht, wir machen Mathematik. Wir beweisen, dass die Sachen gleich sind. Wenn du natürlich da den Knopf drücken willst und da soll der Haskell rauskommen, dann musst du schon das umstricken, das Ganze. Also das hat nichts mit Berechnung zu tun. Das ist normale Mathematik. Und wir dürfen Dinge völlig beliebig komplex quantifizieren und vergleichen. Das ist in Whole möglich. Und das ist auch nicht besonders schwierig von der Mathematik dahinter. Also hier wird einfach nur das Konzept reingebracht und später schaffen wir es vielleicht noch, die zwei konkreten Funktionen zu beweisen, dass sie gleich sind. Vielleicht schaffen wir es auch nicht. Bestimmt auch nicht. Das, was nicht entscheidbar ist, das wäre das
einem Computer rausfinden soll, wie jeden zwei Funktionen ausgleichen oder nicht. Aber hier wird nur das Konzept eingeführt, sodass die Sprache ist, um selbst Beweise zu finden. Wir müssen ja die Beweise angeben und dass der Beweis das beweist, das Theorem beweist, die Aussage beweist, das ist entscheidbar. Also die Beweisüberprüfung ist entscheidbar. Und wir müssen den Beweis vorgeben. Jetzt können wir Hilfsmittel haben, die uns die Beweise generieren. Das sind dann die ganzen Tools. Aber am Ende steht dann Beweis und der Beweis die Aussage. Und das wird ausgeXt und dann, ja, stimmt, das ist Theorem. Sind gleich, wenn sie für alle Argumente gleich sind. Das ist also wirklich was Neues, das wird hier so postuliert. Und dann wird noch postuliert, dass, also wenn ich A Pfeil B, B Pfeil A, dass ich dadurch eine Äquivalenz etabliere. Das schafft sozusagen einen Zusammenhang mit der Gleichheit der Aussagen. Damit ist meine Frage. Dann habe ich keine Chance mehr, also das kettet einfach, dass die Gleichheit auf Propositionen wirklich die Äquivalenz im logischen Sinne ist, das kettet das zusammen. Das wird halt hier so gemacht. Vielleicht kann man das anders aufbauen. Das stammt ja, dieser Aufbau des Ganzen stammt ja aus meiner Doktorarbeit und ich habe da so verschiedene Literatur gefiltert und habe es alles so runter vereinfacht und so weiter und habe versucht, es in eine Form zu bringen, dass es dann schön dargestellt werden kann. Es geht auch auf Stefan Berghofer zurück, der ähnliche Aufräumarbeiten gemacht hat an dem Ganzen. Und dann können wir mit dem Ausdruck können wir dann nämlich zu den Typtheoretikern gehen und sagen, wir haben ja hier nur Lambda-Hol aus der Dissertation von Hermann Hrövers und das kennt ihr ja, plus das und das ist dann Hol. Das stammt so wirklich aus der guten alten Zeit, wo ich mit Stefan Berghofer im Büro war und wir haben immer so versucht, ein gemeinsames Verständnis von Koch und Isabel zu entwickeln. Stefan, der hat sogar in der Koch-Library Beweise drin. Und in Schwichtenberg hat er was gemacht und so. Also wir haben da heretisch eng zusammengearbeitet mit den ganzen anderen Communities. Gut, also hier sind dann noch so, wie macht man Symmetrie, Transitivität und das ist alles hier so, das sind alles Lemmas von Substitution. Hier ist nochmal, hier wird die Gleichheit von Funktionen bewiesen. F und G sind gleich. Nein, das ist jetzt andersrum geschrieben. Das if ist also eine rückwärtige Schreibweise. F von x ist gleich g von x, wenn die Funktionen gleich sind oder wenn die Argumente, also das sind so Kongruenzregeln. Okay, Cantor haben wir schon 10-mal gehabt. Das kann man an der Stelle beweisen. Das ist der Beweis, den wir da entwickelt haben. Den habe ich damals dann da, als ich zu Hause war, dann da reinkopiert an die Stelle. Und jetzt kommen wir zum Eigentlichen des Vortrags. Was ist klassisches Schließen? Das haben wir ja hier noch gar nicht, wir haben uns noch nicht entschieden. Wir können also alles, was bisher war, gilt auch in allen Topoi. Und der Ingo ist da völlig d'accord. Und jetzt verschmutze ich das nicht. Ich definiere, was ist klassisches Schließen. Und das mache ich mit diesem Locale. Also hier, wenn ich sage Locale Classical und dann schreibe ich eine Regel hin, dann definiere ich dadurch ein Prädikat mit null Argumenten, also eine Aussage. Und Classical bedeutet, für alle A ist das möglich hier. Und das ist das abstrakte klassische Schließen. Also für ein völlig beliebiges A, um das A zu zeigen, zeige ich immer noch A und ich darf das Gegenteil annehmen. Also mitten im Beweis sage ich, nehmen wir mal an, die Behauptung sei falsch. Und meistens machen die Leute, ach, die habe ich gar nicht hingeschrieben, die Regel, die reduzieren es auf false. Ach, scheiße, die Regel muss ich dann, die habe ich vergessen. Das sind 6 Regeln, die. Das ist aber die pure und völlig brutale Variante des klassischen Schließens. Ich darf mittendrin sagen, nimm mal an, die Behauptung sei falsch. Und dann mache ich so weiter wie vorher und muss meinen Beweis fertig machen wie vorher. Ich darf aus dem Nichts heraus das Gegenteil. Ingo hatte dann da diese Time-Travel-Sachen da und so. Es ist ein ziemlich brutales Prinzip, was in der klassischen Mathematik ständig angewandt wird. Also, Classical definiert die Tatsache, ob das gilt als Prädikat. Und das Locale mit dem Beginn, das nimmt das dann an. Wir können das jetzt also drüber, jetzt springe ich mal rüber in die Theorie. Was in der Klassenmathematik gelegentlich angewendet wird, ne? Also das Prinzip wird schon ständig angewendet. Also das. Ja, ja. Also wir sind jetzt an. Ja, ja, also jetzt kommen wir jetzt zu, das ist die praktische. Also von meiner Mathematikausbildung, die ist also völlig klassisch, da wird wurde ständig ja, in den. Das wird auch nicht ständig, also nicht in jedem Beweis, nicht jeder Beweis ist ein Beweis. Nein, aber.
Es wird hemmungslos klassisch geschlossen. Ja. Wir können hier an der Stelle, wenn wir das gemacht haben, können wir fragen, die Hauptergebnisse einer logischen Theorie sind die Theoreme. Was ist von dem Sprachelement das Ergebnis im Sinne der Logik? Und dann können wir das innerhalb der Logik verstehen. Okay, also hier wird eine Definition gemacht. Classical ist eine Aussage, die so definiert ist, dass nämlich für alle A das hier gilt. Also dass ich das A reduzieren kann auf das A unter der Annahme von dem Nicht-A. Das definieren wir als Aussage. Und dann können wir ja das zerlegen, das macht ja das System selber. Das Classical dieser Aussage gilt, wenn eben für beliebig aber festes A diese Regel hier gilt. Und in der anderen Richtung, wenn wir das Classical haben, dann dürfen wir für irgendein Fragezeichen A dann diese Regel hier verwenden. Das ist einfach die Definition und dann wird die zerlegt in beide Richtungen. Und dieser Mechanismus mit dem Beginn nimmt an, dass wir Classical haben. Und in diesem Kontext machen wir jetzt diese Theoreme. Und wenn wir das zumachen, dann ist diese Annahme weg und dann ist nur die Definition dieses Classical-Prädikats da weiter in der Theorie. Dadurch haben wir noch nichts verschmutzt. Also wir haben nur hypothetisch definiert, was ist klassisches Schließen, dass wir für beliebiges A das machen dürfen. Und dann beweisen wir da drin was. Und da beweisen wir das Peirce Law, was ohne die Negation auskommt. Das ist eigentlich das Gleiche und das habe ich hier so hingeschrieben. Das können wir jetzt eben mal schnell beweisen. Also die Intuition ist der Beweis. Dieses Prinzip verfolgen wir jetzt. Immer implizit i-quantifiziert. Also ja, also alles, was hier steht. Alles, was, ja. Alle b aus einer beliebigen A-Folge. Ja, in Isabelle ist es so, wenn du so ein Ding hier hast, ist es außenrum all-quantifiziert. Ich kann hier sogar den Quantor dann auch reinschreiben, aber das macht man nicht. Also könnte ich jetzt, so ist es zu verstehen. Und hier ist es also auch so zu verstehen, aber das schreibt man nie hin. So, also wir beweisen das und die Intuition ist der Beweis. Und wir schauen uns die Struktur von dem an und machen da jetzt nur normales intuitionistisches Schließen, also natürliches Schließen. Also wir nehmen eben den linken Teil der Implikation an und den rechten Teil der Implikation zeigen wir. So. Und jetzt schaue ich mir das hier eine Weile nochmal an. Und dann sage ich, also ich darf ja das hier dann als Prinzip auch verwenden. Ich zeige jetzt, gibt es Ideen? Ansonsten muss ich auf meinem Spickzettel auch schauen. Naja, er kann jedes B aus dem A folgern. Das heißt, er kann auch A aus dem A folgern. Das heißt, dann hat man wieder A stehen. Oder? Ich muss jetzt selber mal schauen, jetzt habe ich zu viel geredet. B ist jetzt fixiert. Also zunächst mal habe ich nur diesen... Ich gebe dem Nutzer quasi, ich gebe dir ein A und du gibst mir ein B. Aber es ist fixiert. Nein, beide sind jetzt schon fixiert. Ja, schon. A und B hat jemand fixiert und wir müssen jetzt zeigen, dass wir diese Wahl von A und B, die wir nicht kennen, für jedes A. Also, wir haben lokal diese Regel als einen Fakt. Ja. Wir müssen das hier zeigen. Ja. Wir haben den äußersten Pfeil jetzt mal hier eingeführt rückwärts. Ja. Das heißt, den linken Teil dürfen wir annehmen, wir müssen die Konklusion zeigen. Und ich bin jetzt deswegen gestolpert, weil wir jetzt klassisch schließen müssen und das ist nicht intuitiv. Nicht intuitiv. Also wir machen jetzt den klassischen Schluss mal. Ist das richtig? Versuchen wir das. Das könnte man jetzt nicht automatisieren. Das könnte man nur, das kann man jetzt nur klassisch beweisen. Ja, das quasi, man das eben den, wenn man eben oben sagt, ah, ich kann das verwenden, das Classic darf ich verwenden. Und ohne das Classic würde ich das auch nicht zeigen können. Okay. Für ein paar Spezialfälle von A und B kannst du es auch intuitionistisch. Ja, ja, wenn halt B gleich A ist zum Beispiel. Zum Beispiel. Jetzt schauen wir mal, genau. Also wir haben jetzt aus dem Nichts heraus, also wir mussten A zeigen und dann sagen wir, wir verbessern unsere Situation, indem wir das Gegenteil annehmen. Ja. Ich habe vorhin, also das ist eine witzige Situation, ich habe nämlich behauptet, ich wäre klassischer Logiker und hatte hier einen Schluck auf, weil ich da nicht sofort drauf gekommen bin. Das ist einfach so ein Stolperschritt. Ah, jetzt muss ich das Gegenteil annehmen. Das ist nichts Strukturelles. Alles andere ist strukturell aus meinen Aussagen. Und hier muss ich aus dem Nichts heraus plötzlich das Gegenteil hervorzaubern. Das können aber Tools viel besser. Also die Tools, klassischen Tools, die häckseln das einfach brutal alles auseinander und das ist völlig unintuitiv. Das ist der Unterschied.
Also das ist ein Teil der Antwort. Tools sind also keine Menschen, das sind also dumme Maschinen und die möchten gern, dass, das ist so ein Häcksler, wenn du im Garten, dann tust du dein, stell dir vor, diese Zweige und dann kommt diese Spreu da raus. Und dann, so muss man sich das vorstellen. So, also in der Situation, wenn wir das anschauen, also intuitiv, schließen wir immer mit der Struktur der Konnektive. Das hier ist ja A nach False. Wir können das also auf A nach B wohl hinkriegen und dann hier den Monospondens anwenden. Also machen wir jetzt A nach B und dann machen wir hier mit dieser Regel, mit dem Fakt hier oben, with Stern, da haben wir jetzt sozusagen das Ding vorne, also with heißt, nimm das mal vorne und das hier, einfach da den Modus Ponens und dann kommt es nämlich genau raus. Und jetzt müssen wir nur noch das hier fertig machen. Ja, das Minus an, als und nicht alle noch gar nicht angewendet. Bisher noch nicht, aber jetzt. Also es war jetzt quasi ein Schritt ausgelassen. Genau, ein Schritt so. Ausgelassen. Hm. Also ich baue hier immer so top-down eine Struktur auf. Wir haben hier so ein Loch. Und jetzt schauen wir an, was wir haben. Also da haben wir ein A und hier haben wir ein Nicht-A. Das können wir also zum Widerspruch führen und dann sind wir hier fertig. Da dürfen wir alles draus schließen. Also mit dem Nicht-A, was wir schon haben. Also ich kann so mich auf das Fakt beziehen. Da schreibe ich halt hin, was... jetzt habe ich das Nicht-A und das A in der Hand und dadurch eliminiere ich das mit normaler Not-Elimination hier. Ja. Diese Pünktchen sind ja Standardschritte. Das haben wir schon öfter mal gehabt. Zwei Pünktchen, also der erste Punkt ist so. Das ist einfach nur eine Abkürzung für das. Das ist ein Beweis ohne Body. So, also der Beweis ist die Intuition. Also was haben wir da gemacht? Wir haben das strukturell nur so zerlegt, dann haben wir hier das gewonnen klassisch und dann haben wir das strukturell einfach normal zusammen. Es gibt noch eine andere Intuition, wenn wir uns daran erinnern, dass das Nicht-A ja A nach False ist, dann haben wir die Struktur hier, statt dem False steht hier ein beliebiges B. Und dann ist die Frage, was ist die Polarität, wie oft alterniert es da mit den Pfeilen und so. Also das ist eine allgemeinere Form von dem Ganzen und die braucht kein False. Und das hat halt der Herr Peirce, ich weiß nicht genau, was da die Geschichte dahinter ist. Das ist, jeder kennt das unter dem Namen. Also das Schöne ist, hier haben wir eine Minimaldarstellung, also hier haben wir nur Pfeile von dem klassischen Prinzip. Und hier ist der Beweis, also der Beweis ist die Intuition. Und das ist ja jetzt auch, ich habe jetzt da, sagen wir mal, das Peirce-Law habe ich jetzt in Objektlogik hingeschrieben. Wenn ich das jetzt nochmal... Was ist der Unterschied zwischen Assume und Have? Also das ist ein Lambda und das ist ein Let. Also hier jetzt nehme ich lokal einfach an, dass das gilt. Und ein Have ist... warum darf ich das annehmen? Also, der Beweis erlaubt mir das. Also an der, hier muss ich ja A zeigen. Wenn ich jetzt die klassische Regel annehme, darf ich danach das, was ich zeige, als Negat annehmen, dass das falsch ist. Die Regel erlaubt mir das. Das kann ich hier auch im System... Das ist ja quasi jetzt um eine Ecke, oder? Was meinst du? Also ich habe jetzt, du hast jetzt nicht direkt oben Klassiker angewendet, sondern... Ich habe an der Stelle, um das A zu zeigen, du kannst diesen Beweis isoliert sehen. Ich zeige A, indem ich hier die Regel anwende, dann zeige ich immer noch A und darf aber nicht A annehmen. Das kann man auch... Ist das ein Beweisbaum oder so? Das ist der Beweis. Also das ist eine Struktur. Das ist kein Beweisbaum, das ist ein Beweistext, ein hierarchischer Beweistext. Du kannst das System hier fragen, was muss ich denn jetzt machen? Das ist so ein wo ich an die Stelle reinschaue. Also an der Stelle sagt das System, okay, du musst A zeigen und darfst A annehmen. So ist das zu lesen. Das ist einfach, also diese Situation muss ich lösen. Also das musst du zeigen und das darfst du annehmen. Also ich zeige dann am Ende A, und ich durfte das annehmen, also das brauche ich hier auch, also nehme ich es halt an. Das ist wirklich nur ein Lambda, das ist, als würde ich da eine Funktion machen. Eine Funktion, die... Wenn du das hier wegnimmst, darfst du es dann immer noch? Wenn ich das hier wegnehme, kriege ich meinen Beweis nicht fertig. Nee, aber wenn du oben das nach dem Proof, das in Klammern so Classic wegnimmst, ja, das ist irgendwie eine spezielle... Also an der Stelle wende ich diese Regel an. Aber jetzt darf das mag es nicht mehr. Oder wenn ich das Classical auch in einer anderen Syntax wählen, dass du irgendwo schreibst, with Classical, ja. Show irgendwas. Naja, also da sind bestimmte Prinzipien. Rule ist formal eine Proof Method, die eine Regel auf eine bestimmte Weise anwendet. Ich möchte den Rückwärtsbeweis machen mit dieser Regel. Und das ist einfach die kanonische Art, das syntaktisch hinzuschreiben. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, aber diese Regel hat Struktur.
Und dann wende ich die rückwärts hier an. Also hier behaupte ich das A, hier sehe ich das. Die Maschine sagt, dass die Situation, jetzt wende ich rückwärts die Regel an mit einem rekursiven Unterbeweis, dann sagt das System in dem rekursiven Unterbeweis, musst du A zeigen und du darfst das annehmen. Also hier ist mein rekursiver Unterbeweis. Ich zeige am Ende das A. Ich durfte das nicht A annehmen, das habe ich hier gemacht. Und diese ISA-Kompositionsregel stellt sicher, dass das alles zusammenpasst. Das ist die Stelle hier. Weil du oben gesagt hast, nimm A an, musst du jetzt sagen, dass ein A überhaupt angenommen werden kann danach. Ganz am Schluss, wenn ich ein Show mache, müssen alle Annahmen, die dem Show das Show belasten, die müssen zulässig sein in dem Goal, was ich löse. Und das wird hier ausgeixt. Da steht dann irgendwie, ja, also die, dieses G waren meine Annahmen. Für jedes G, was ich hier angenommen habe, muss da ein H gewesen sein, was ich unifizieren kann und so. Das ist alles in dieser Regel drin. Dieses ganze Bookkeeping und so, das ist das Hauptergebnis meiner Promotionsarbeit, dass das so einfach ist. So einfach, dass es, also wie sagt Karl Valentin, so einfach, man kann es sich doch nicht merken, dass es halt außerhalb der Isabel-Community keiner weiß, dass das so geht. Du kannst immer eine Annahme treffen. Aber wenn du es dann schaffst, eine Behauptung zu zeigen, dann hast du es halt nicht geschafft, die Behauptung zu zeigen mit der Annahme, dass die Annahme stimmt. Mhm. Ja? Und, jetzt habe ich das hier kaputt gemacht. Die sagt dir, wenn du A zeigen willst, eine Aussage A zeigen willst, dann darfst du gerne annehmen, dass A falsch ist. Mhm. Ja. Darfst du nicht annehmen, dass falsches A zu A geht? Ist das nicht die Annahme? Sag mal, das ist falsch. Ich habe jetzt schon A, okay, dann mache ich Proof by Root Classical. Jetzt habe ich quasi, jetzt habe ich die rechte Seite von Classic, aber die linke Seite ist doch nicht A nach A und nicht A. Ja, die musst du jetzt noch beweisen nehmen. Genau, und die linke Seite ist, wie du sagst, das ist nicht A, A folgt. Ja? Ja. Und das waren die 4-5 Zeilen Text, die Makaris gerade löscht. Also das ist der klassische Schritt hier. Also ich bin in irgendeiner Situation, muss A zeigen. Ich mache das durch einen klassischen Taschenspielertrick, indem ich meine Situation verbessere, dass ich das als Fakt annehmen darf und zeige danach immer noch das Gleiche. Und jetzt habe ich eine Zusatzannahme, die mir hilft, den Beweis fertig zu machen. Und das zeigt jetzt aber auch, dass wir sind alle heutzutage sehr konstruktivistisch und intuitionistisch, und es liegt meiner Meinung daran, dass wir als Informatiker oder auch als Mathematiker, die ständig was programmieren, so gedrillt sind. Und das entspricht, das war ja bei Ingos Vortrag sehr schön, diese Schlussweise entspricht so, dass das in allen Topoi gilt, in allen, wo man dieses F effektiv und so weiter, also das sind irgendwelche Berechnungsmodelle, und was wir hier hinschreiben, sind eigentlich kleine Programme und so. Und wir als Informatiker, nach so vielen Jahrzehnten Informatik, wir denken so. Aber klassische Mathematik macht das ständig, und ein klassisch gedrillter Mathematiker, der ist da völlig hemmungslos, eben mal schnell das Gegenteil anzunehmen. Ich mache das halt sehr bewusst. Und dann, aber das war auch die Frage, also die Tools machen das ständig. Also es ist nicht so einfach, intuitionistische Proof-Tools zu machen. Das heißt, diese Tools kann man auch immer nur verwenden, wenn man sich gerade in diesem Klassiker-Laufwerk befindet, oder? Naja, also hier haben wir überhaupt keine Tools. Wir sind ja hier bei Pure, das sind zunächst mal nur diese Basis-Regelkomposition, und ich zeige hier, ich kann hier Beweise machen ohne alle Tools. Ich habe nur dieses Rule-Tool. Ja. Das Rule wendet einfach nach den Prinzipien, die vorhin gezeigt wurden, eine Regel an. Wenn man jetzt das tatsächliche Rule anschaut, ganz am Anfang, da werden dann alle möglichen Tools aufgesetzt, Blast und so weiter. Und da werden dann halt wirklich klassische Prinzipien reingesteckt, so wie die Tools das brauchen. In welchem Fall steht jetzt Blast? Diesem Blast ist ein Algorithmus, der intern halt sehr viele solche Rules anwendet. Ja, aber der erzeugt ja einen Beweis, oder? Also ja. Also es wird ja... Das ist ja nicht der Versuch, sozusagen nicht zu verifizieren, sondern ich schreibe halt einen Beweis, und dann die Sicherheit, dass es stimmt, bekommt man darüber anders, als davor verifiziert wird. Also zur Laufzeit wird der Beweis nachkonstruiert durch Basisregelanwendung. Okay. Aber das heißt, wenn ich jetzt irgendwann hinschreibe, ich will hier an dieser Stelle jetzt Blast verwenden, muss da außenrum jetzt irgendwie gelten, dass ich mich in diesem Local treffen finde, oder dass also ich das hingeschrieben habe, dass ich klassisch argumentiere und nicht mehr. Diese Theorie ist ja nicht das reale Hole. Das reale Hole tut sehr am Anfang einfach das als Axiom reinschmeißen. Das kommt ja hier später auch. Wir sind hier im letzten Viertel von dem Pfeil. Du hast in dem normalen Hole und auch am Ende dieses Pfeils dieses Prinzip immer zur Verfügung. Also würdest du dann zufrieden von Hole dieses Klassiker annehmen als Axiom?
Ich habe es akustisch nicht ganz verstanden. Quasi bei Hohen zur Prelude oder so. Also sehr weit am Anfang wird das gleich völlig hemmungslos reingeschmissen. Und die Axiomatisierung von Hull ist auch anders. Die folgt nämlich Church und Gordon und da geht es ziemlich wild zu. Das wird ein Intuitionist und Typtheoretiker, also wie die das Zeug da definieren, das ist also, 1940 hat man das noch nicht so genau verstanden gehabt. Die haben halt dann völlig wild, wir wollten ja Hilbert Joyce noch haben, gell? Also die restlichen Sachen sind eine Hausaufgabe hier, Double Negation. Es ist hier so gedacht, dass wir so einen Ringschluss machen. Das ist eigentlich, irgendwo steht da, man zeigt, dass die alle äquivalent sind. Also die Idee ist hier, dass wir in dem Kontext mit der Regel das zeigen, dann mit dem hier das zeigen und dann das hier zeigen und das zeigen und dann sind wir draußen aus dem Kontext und dann zeigen wir noch den letzten zu. Es wird dann nicht formal gezeigt, dass die jetzt äquivalent sind, das könnte man anders hinschreiben. Dann. Es ist damals so, habe ich das so aufgeschrieben. Also das sind Hausaufgaben hier, die sind also nicht besonders schwierig. Das Schwierige daran ist, jetzt aus dem hier das abzuleiten, die Schlussregel ist einfach die schönste. Aber die Aufgabe ist hier, dass man wirklich in der Reihenfolge die aufeinander aufbaut. Das Witzige noch an Piers Gesetz ist, dass das genau Call with Current Continuation ist. Ne? Genau, das schauen wir uns noch kurz an. Also das hat Marc auch nichts mal erklären. Es gibt hier diese ISA-Notation für Regeln, die habe ich jetzt nicht formal eingeführt. Also man kann... Was ist der Funktionstitel? Die normale klassische Regel sagt, du darfst aus dem Nichts heraus, egal was deine Behauptung ist, das Gegenteil annehmen. Also obtains heißt, man darf annehmen das, um die Thesis zu zeigen. Und das Peirce Law, wenn wir das nochmal als Regel hinschreiben, das habe ich hier als geschlossene Aussage hingeschrieben, wenn ich das so als Regel hinschreibe. Ist nicht eine, so, sorry. Wenn ich mir das hier nochmal anschaue, dieser ISA-Notation, das sagt eben, dass du, das ist sozusagen die Continuation, also das, was dann als nächstes kommt. Und das führt auf irgendwas. Also wir dürfen annehmen, dass der Ablauf ganz woanders hinführt. Also das ist noch eine witzige, dieses Obtains liefert recht witzige Sachen und sagen wir mal, ich meine, dass diese Darstellung hier eigentlich am besten charakterisiert beides zusammen, was klassisches Schließen bedeutet, die sind beide gleichmächtig. Also dass ich eher von der Logik hier gedacht hier, oder dass ich hier annehmen darf, dass der Ablauf oder dass das dann da irgendwo anders hinläuft. Also quasi aus dem das Falsche und darf alles folgen, oder? Also ich darf, also hier steht, klassisches Schließen heißt, du darfst das Gegenteil deiner Konklusion annehmen. Und hier darfst du annehmen, dass die Konklusion auf irgendwas völlig Beliebiges führt. Das ist gleichmächtig, weil das für ein beliebiges B hier ist. Und weil das False, was hier drin steckt, der schlimmstmögliche Fall ist, sozusagen. Das ist direkt der Call-CC-Kombinator hier unten. Und das ist halt eine Variation davon. So, aber wir machen jetzt den Hilbert Joyce noch schnell und dann sind wir fertig. Und das ist spannend, das Ganze. Gell? Also nur ein paar Fußnoten zu den langen Ausführungen von Ingo beim letzten Mal. Das ist also alles dieses File hier. Genau, Hilbert Joyce Operator. Also der wird jetzt da noch draufgesetzt, das ist nochmal was Neues. Und das ist dieses Epsilon hier. Und mit dem Schwäbischen kann man das ja so sagen, also so Ebbis oder sowas. Gell? Also ich glaube, dass das so, so aufzufassen ist, weil man sagt, also gib mir etwas mit der Eigenschaft. Also ich habe dann Prädikat A nach O, das ist ein Prädikat. Und das wird so axiomatisiert, dass also, so kann ich das einführen, also das P von Ebbs von P soll gelten, wenn das P für ein konkretes X gilt. Das ist so eine Art sehr eigenartige Existenz. Das ist so eine sehr starke Existenz. Das ist halt so eine Choice-Funktion. Das Apps ist eine Funktion, die halt für den Typ A, für ein beliebiges Prädikat, mir einen Beleg liefert. Und wenn ich hier so eine ganz konkrete Existenz habe, ich habe ein konkretes P von X, dann wird hier verlangt, dass eben das P von dem Apps von P dann wieder gilt.
Vielleicht ein ganz einfaches Beispiel jetzt losgelöst von der formalen Sache. Wenn ich den Epsilon-Operator anwende auf das Prädikat, das x Quadrat 4 ist, dann liefert der Epsilon-Operator vielleicht 2. Oder er liefert minus 2. Also das muss nicht eindeutig sein. Genau. Das Prädikat kann völlig, also es kann an vielen Stellen gelten, das Prädikat. Ja. Gib mir so ein x, wo das gilt, genau. Und wenn als eine Funktion. Auch wenn ein Prädikat das nicht erfüllbar ist, also wenn ich zum Beispiel den Epsilon-Operator anwende auf das Prädikat, das Quadrat von meinem x ist minus 1, es gibt ja keine reelle Zahl, die Quadrat minus 1 ist, dann gibt der Epsilon-Operator einfach 7 zurück. Oder 30 oder minus 9. Irgendwas kann er machen, was er mag. Er hat dann keine Einschränkung. Da wird nichts ausgesagt. Also das ist unterspezifiziert. Und das ist ein ganz eigenartiges Ding, dieser Epsilon-Kombinator. Und im 1940er-Papier ist der drin und der wird dann verwendet, um den Existenzquantum zu definieren und so. Und die waren damals stolz, dass sie nur mit Epsilon und mit der Gleichheit alles andere beweisen können. Und die haben einfach vom Text her was Kurzes gehabt, aber von den Konzepten her was völlig Verdrehtes. Und wenn man mit dem Epsilon schließt, wenn man damit Beweise macht, man muss da sich immer auf den Kopf stellen und das ist völlig eigenartig, wo plötzlich diese Auswahlfunktion da reinkommt. Und hier ist so ein Beispielbeweis damit, das ist sehr witzig, Diaconescu, das ist sogar in dem Papier zitiert, wir hatten ja, der Ingo hatte in seinem Vortrag, wie war das, diese fünf Schritte der Akzeptanz von, nach, und das ist dieses Papier von dem André Bauer, das ging über die Mailingliste. Und in diesem sehr langen Papier, da, wo das alles erläutert für Mathematiker, was ist denn dieses komische, natürlich intuitionistische Schließen? Und dann ist irgendwo genau dieser Satz von Diaconescu, dass man das Excluded Middle, also A oder nicht A, beweisen kann, wenn man dieses Epsilon zur Verfügung hat. Das wird dann mit Mengenlehre gemacht. Und den Beweis, den habe ich hier bei uns im Fundus gefunden. Da haben viele Kollegen rumgeschraubt und ich habe jetzt da eine ISA-Fassung in einer schönen Form gemacht, die diesem Diaconescu-Beweis wieder entspricht. Und das geht halt so, dass man hier so ein P und ein Q als Prädikat einführt. Also ist das so ein Tertianum-Datum für das X, wo man einmal das A hier dran schneidet an das X und einmal an das Nicht-X. Und dann zeigt man diese, also P von Eps, P ist immer eine Existenz in diesem System. Also die Sachen zeigt man und dann zeigt man die Behauptung und das macht man so, also die Intuition ist der Beweis und das ist hier so eine formale Spielerei und das ist eine schöne Übung, das fertig zu machen, also da passiert nichts besonders Überraschendes. Es muss halt wirklich, also dieser ganze Setup, das muss alles so dastehen und dann kriegt man den Beweis auch durch. Das ist eine schöne Übung, also das kann ich empfehlen, da kann man mal wirklich so sehen, wie man das schließt. Also das Kreative war die Definition von P und Q. Genau, dass man also das hier so irgendwie so eine Art Indikator da konstruiert und so. Also da muss auch eine tiefere Intuition dahinter sein. Der Herr Diaconescu hat da sicher eine Vorstellung gehabt. Aber das Prinzip ist eigentlich, die Intuition ist der Beweis und wenn man lang genug sich mit befasst hat, dann sagt man, ah ja, es ist ja klar. Und dann kann der Ingo irgendeine kategorielle Konstruktion zitieren, die das ist eine... Kann ich nicht. Man müsste nochmal in dem Papier nachlesen, was der André Bauer geschrieben hat, in welchem Zusammenhang das er bringt. Das habe ich jetzt da nicht genau nachgelesen. Sein Zusammenhang war, dass Auswahlaktion das Prinzip vom Ausgeschlossenen. Ja, aber das habe ich jetzt implizit nur gelassen. Genau. Das ist eine Auswahlfunktion für beliebige Typen und beliebigen Prädikaten auf Typen. Das ist nochmal stärker. Das ist das stärkste Auswahlprinzip, was man sich eigentlich vorstellen kann. Und dann sind alle schwächeren Auswahlprinzipien, kriege ich da draus. Wenn ich diesen Megahammer habe, kann ich sozusagen das ohne weiteres dann durchxen da. Und in den klassischen Hohlsystemen, die auf dem Markt sind, ist halt das Hilbert-Epsilon da sehr weit unten drin und dann verwendet man das völlig hemmungslos in Tools. In einem normalen Beweis verwendet man das selten, weil das immer eine Fummelarbeit ist. Es ist immer komisch, wenn man da plötzlich mit dem schließen muss. Da kommt eigentlich immer, wenn man diese Sorrys hier einsetzt, kriegt man ein Gespür dafür, wie komisch das ist. Genau, das ist in dem Pfeil drin und dann wird hier der Deckel zugemacht. Also hier mache ich Interpretation Classical. Da sage ich, also das hatte keine Argumente. Interpretation, normalerweise setze ich da Argumente ein. Hier wird nur gesagt, dieses Prädikat, was wir vorhin definiert haben, Classical, gilt immer. Hier ist der Beweis, dass es immer gilt mit dem Diaconescu. Da tun wir halt einfach das Tertium-Nondator dann da. Und weil es immer gilt, kriegen wir dann alle hypothetischen Theoreme daraus. Und das will ich jetzt zum Schluss noch zeigen.
dass wir jetzt ganz am Schluss kriegen wir als Korollare sozusagen diese verschiedenen Regeln einfach ohne Vorbedingungen. Die gelten hier immer. Also das heißt, im Pool hat man den Epsilon-Apparat drin. Ja, ja. Der wird da, also das war ja, ich zeige nochmal die, hier war diese Übersicht. Also wir hatten ja das Pfeil angeschaut, das ist das hier. Ja. Und das ist das reale Hole. Und da ist hier Hilbert Choice und da wird der dann eingeführt. Das ist nicht ganz am Anfang, wir haben das mal da so ein bisschen raus aus dem Anfang, aber es ist relativ früh. Aber er wird, also er wird quasi zum Präludium. Ja, ja. Aber ich kann Hole auch verwenden ohne. Ohne Epsilon. Naja, du kannst da so elementare Bereiche von Hole verwenden ohne Epsilon. Ja. Das haben wir damals so rausoperiert, weil da Leute einen Hole-Strich machen wollten, wo das Choice nicht drin sein durfte. Mhm. Und dann haben wir da innerhalb von 2 Tagen, also Stefan Berghofer hat es hauptsächlich gemacht, damals ging das noch, wo man von Hü auf Hot konnte man das so umbauen. Heutzutage ist es, ich habe erst letzten Kursus, den ich in Wittenberg gegeben habe, dann habe ich so einen alten Beweis verschoben, wo dann kein Hilbert Choice da war und dann ist der Beweis ein ganzes Stück länger geworden und da habe ich das wirklich durchgezogen. Es ist eine akademische Übung, sowas zu machen. Also am Ende, wenn wir ausliefern, ist es immer mit Choice, weil das Metis-Tool, was von Sledgehammer verwendet wird, braucht das und ohne Hilbert Choice kannst du keinen Sledgehammer, also in eingeschränkten Situationen kannst du Sledgehammer, aber die User steigen dir da aufs Dach, wenn du keinen Metis hast. Da kannst du noch so lang reden, ja, das ist ja völlig eigenartig hier und so. Die Leute wollen da mit dem Hammer draufhauen und dann soll das mit Metis weggehen. Okay, also hier ist das Endergebnis nochmal in 2 Ausgaben. Also das ist diese Print Statement, ist die ISA-Form. Da haben wir also als Zusammenfassung sozusagen diese Fußnoten, wie ist das charakterisiert. Und die Theoreme haben wir hier wirklich jetzt ohne Vorbedingungen. Double Negation, Terzo Non-Dato, Classical Cases, das ist eigentlich das Einfachste hier, wo man sagt, ich darf halt die Fallunterscheidung machen, also ich darf, um irgendwas zu zeigen, darf ich 2 Fälle machen, einmal gilt A, einmal gilt nicht A. Das ist die sehr oft angewandte Sache. Und da kann man dann die Leute fragen, so von der Intuition, welche davon glaubst du? Die sind ja alle äquivalent, das haben wir letztendlich hier informell gezeigt. Und meistens glauben die Leute das hier und vielleicht das noch und da oben wird es schon schwieriger und das können sie überhaupt nicht einordnen und hier sagen sie, nee, das glaube ich nicht, dass ich da einfach aus nichts heraus. Und das ist auch der Grund, warum ich das dann immer, also die volle Brutalität, also ich bevorzuge das hier. Die Version, wo das auf False geht, dass man wirklich, wenn wir klassisch schließen, dann das mit voller Brutalität. Aber es ist ja nur syntaktisch anders hingeschrieben, die sind alle gleich brutal hier, diese Regeln. Die informelle Diskussion, also Larry Paulson sagt auch immer, also wenn man als Essenz, das hat der Ingo ja auch erläutert, diese Fallunterscheidung heißt, dass das A entscheidbar sein muss, in dem Berechenbarkeitssinn, den ich in dem Topos da zugrunde lege. Genau. Also ich darf das immer machen, wenn das A entscheidbar ist. In der klassischen Logik sind dann halt alle Sachen klassisch unterscheidbar, sozusagen in dem Sinne. Und dann sagt der Larry immer, naja, ihr Koch-Leute da, hier Gontier und so, was diese Gruppentheorie, Formalisierung, das sind doch sowieso nur endliche Gruppen und da ist es ja egal, ob ich klassisch oder intuitionistisch schließe, im Endlichen. Und im Unendlichen kommt ihr ohne Axiome nicht aus, dass es dann klassisch gemacht wird. Das ist immer so ein Spruch, den Larry Paulson bringt. Ich stelle mich da eigentlich immer nur hin und sage, ich möchte, Logik interessiert mich so aus ästhetischen Gründen, aber wenn wir ein System ausliefern, wir wollen ein System machen, was möglichst einfach zu benutzen ist. Und dann hauen wir halt die ganzen Sachen rein, weil diese Tools das brauchen. Und die User sind wirklich hemmungslos. Also die benutzen alles, was wir denen geben. Also es ist schockierend. Also die fragen da nicht. Ich bin ja eigentlich Purist, aber das Ziel von Isabel ist halt, oder von Isabel Hohl, eine einfach zu verwendende Logikumgebung auszuliefern. Und das ist immer noch viel zu schwierig zu verwenden. Das wird Jasmin Blanchet in der nächsten Runde, der hat jetzt diesen European Research Council Grant, der wird es die nächsten 5 Jahre noch weiter treiben. Da geht es wirklich nur darum, wie können wir die Automatisierung noch besser machen. Und da ist dann wirklich wie Break for Nobody so. Also die ästhetischen Prinzipien
Bei uns kommt am Ende kommen schöne ISA-Beweise raus. Man kann die auch schön hinschreiben. Dann steht halt dabei Mattis und dann versteckt sich dieser ganze Müll in diesem Mattis-Aufruf. Ja. Und Sepp Schwichtenberg, kennt jemand Helmut Schwichtenberg? Nicht persönlich, aber dann. Also ein großer Beweistheoretiker, und wir haben in den klassischen Zeiten damals mit denen ein gemeinsames Seminar gehabt, einem Graduiertenkolleg Logik in der Informatik. Und Stefan Berghofer, der also da Graduiertenkollegiat war, hat halt in diesem Schnitt da gearbeitet, dass er was gemacht hat, was die Koch-Leute verstanden haben, was Schwichtenberg verstanden hat. Und Schwichtenberg hat dann am Ende gesagt, ja, Herr Berghofer, Sie haben einem alten Gaul, nämlich Hohl, das Tanzen beigebracht, weil man dann schöne Beweise extrahieren konnte, so wie Typtheorie das gern macht. Die Programmextraktion, die ich vorhin gezeigt habe, ist keine Programmextraktion, das ist Programme aus Spezifikationen, nicht Programme aus Beweisen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das ist beim Ingo immer durchgeklungen, was man sagt, ja, ein intuitionistischer Beweis ist ja eigentlich ein Programm und dann kann ich das extrahieren. Aber das machen wir in Hohl nicht. Wir sagen, die Spezifikationen sind das Programm und das generieren wir aus. Und die Beweise macht man so, wie man sie braucht. Ich muss die Verifikation eines Algorithmus, die muss kein Algorithmus sein. Gut, das war's. Jetzt habe ich doch 2,5 Stunden geredet. Also Hausaufgaben, gell? Bis zum nächsten Mal. Ja, Aufgabe 0, das neueste Isabelle installieren. Gell? Ja, die ist aber trivial, die Aufgabe, oder? Also ist der Link auf dem Lambda-Schneeflocken-System. Aber du hast den Witz verstanden, gell? Mit Lambda-Schneeflocke. Wer hat den Witz verstanden mit Lambda-Schnee? Okay. Ist das ein gängiger Witz eigentlich? Nee, das war mir neu. Also Codewort für. Meine, das Logo ist doch das, oder? Also derjenige, der das Logo designt hat, hat sich genau das gedacht. Das ist interessant, die Geschichte von Logo, weil das ist ein alter Vorschlag für das Haskell-Logo tatsächlich. Es gibt im Haskell-Wiki oder so gibt es quasi 30, 40 Vorschläge, als das Logo-Design ausgeschrieben wurde, vor 2006 oder 2005 oder so. Du warst dabei? Ja, gut. Also nicht mit dem Vortrag, aber ich habe es mit erlebt. In 2007 oder 2006 hat eben der Herr Dolstra für nichts ein Logo gebraucht und hat dann Stadion durchgescrollt und das Schönste rausgesucht und hat es dann genommen. Ich glaube, das ist von allen Lambda-Logos, die es so auf der Welt gibt. Also man braucht halt hier, sagen wir mal, 4 Kerne, 8 Giga würde ich sagen. Also 2 Kerne, 4 Giga geht auch. Du brauchst einfach mal da durchscrollen und den Urheber fragen, wie du alles nehmen kannst. Und das alte Haskell-Logo war auch das vom alten Haskell-Wiki. Das ist so ein dunkellila Lambda. So auf so einem grünen Lambda, oder? Ja, genau, auf so einem grünen Kreis-Hintergrund. Okay. Ist das nicht auch die Zeit, wo dann die richtigen Base-Libraries, so Byte-String, Text langsam und so, ja, genau, dass man genau dann die Sprache wirklich verwenden kann, 2006? Ja, genau, das war es. Ich glaube, aber Haskell ist wirklich verwendbar.